Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 9 auf. Fachregierungserklärung zum Thema Energiewende in Sachsen aktiv gestalten, eine gute Zukunft für den Freistaat sichern. Und ich übergebe das Wort an den Herrn Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Und Herr Staatsminister, lieber Herr Staatsminister Günther, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Die Versorgung mit Energie ist existenziell für unsere Gesellschaft. Sie ist das Blut in ihrem Organismus. Die Versorgung mit Energie ist Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, ist Umweltpolitik und auch Sicherheitspolitik. Das sollte seit spätestens dem 24. Februar diesen Jahres jedem bewusst geworden sein. Russlands Krieg gegen seine Nachbarn ist brutal. Putins Begründungen sind verlogen bis zynisch. Er stellt wesentliche, über Jahrzehnte gewachsene Prinzipien der internationalen Zusammenarbeit in Frage und befeuert mörderischen Nationalismus weltweit. Nationalismus heißt Krieg, hat der frühere französische Präsident Mitterrand mal gesagt, und er hat recht. In Russland hat sich ein mafiaartiges oligarchisches System etabliert, völlig rücksichtslos gegenüber der eigenen Bevölkerung, den Menschen und Staaten in seiner Nachbarschaft und weltweit. Diese Kräfte wollen statt eines Systems des Rechts ein System der Gewalt, der Ausbeutung und des Krieges, der Lüge und Erpressung. Und deshalb geht es darum, dass diese Kräfte kein Oberwasser bekommen. Deshalb hat die EU gemeinsam mit vielen Staaten Sanktionen vereinbart. Es geht um nicht weniger als die Freiheit der demokratisch verfassten, zivilisierten Welt. Hier politisch standhaft zu bleiben, sind wir unseren Kindern und Kindeskindern ebenso schuldig wie eine wirklich nachhaltige, sprich enkeltaugliche Politik und konsequenten Klimaschutz. Und nichts von den jüngst viel diskutierten Erkenntnissen zur fatalen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und von einzelnen Energieexporteuren, namentlich Russland, ist neu. Das alles ist seit Jahren in Wissenschaft und Gesellschaft bekannt. Doch die tatsächliche Verwendung dieser Abhängigkeit als Waffe in einem Energiekrieg stellt sie jetzt in ein helles Schlaglicht. Russland hat das Gas künstlich und systematisch verknappt und treibt die Preise in die Höhe. Und das politische Gedächtnis ist ja manchmal kurz. Deshalb möchte ich hier in Erinnerung rufen, dass wir schon im Herbst letzten Jahres und um den Jahreswechsel über stark gestiegene Gas- und Energiepreise gesprochen haben. Also lange vor dem Überfall Putins und noch länger vor den Sanktionen, vor allem des Westens. Hintergrund war, ich glaube, die Alternative für Russland sollte mal ganz ruhig sein, wenn es hier um nationale Sicherheit geht. Hintergrund war, dass Russland erstens seit dem Spätsommer 2021 willkürlich kein Gas mehr an den Spotmärkten angeboten und damit dort künstlich Verknappung und steigende Preise ausgelöst hat, die auf die Terminmärkte durchschlagen mussten und in der Folge auch die Strommärkte infizierten. Gleichzeitig leerte man die Speicher, die sich in Deutschland in russischer Hand befanden. Die Frage, wieso eigentlich strategisch wichtige Energieinfrastruktur in der Bundesrepublik auch noch nach der Krim-Invasion mit Genehmigung der Bundesregierung in russische Hand kommen konnte, sei erlaubt. So etwas darf nie wieder passieren. Aus heutiger Sicht war das eine mindestens monatelange, wenn nicht jahrelange Vorbereitung der Erpressung Westeuropas mit der Hand am Gashahn. Wir haben davor gewarnt, auch in diesem Hohen Haus. Andere fanden nichts dabei, eine 55-prozentige Abhängigkeit von Putins Gas mit Nord Stream 2 noch deutlich weiter zu erhöhen. Wir spüren jetzt schmerzlich, dass wir für unsere Gasversorgung und damit für einen wichtigen Teil unserer Energie- und Wärmeversorgung bisher einfach keine Absicherung eingebaut hatten. Das süße Gift des scheinbar billigen Pipeline-Gases aus Russland hat gewirkt. Die Versicherungsprämien schienen uns zu teuer
Und nun brennt es und wir sind nicht versichert. Hätten wir die Diversifizierung in den letzten Jahren vorangetrieben und es gab EU-Strategien und eine Reihe von Stimmen, die dazu geraten haben, dann hätten unsere Gasimporteure heute gültige Langfristlieferverträge mit Lieferanten aus aller Welt. Die hätten stabilere Preiskorridore und wir müssten uns um Notkäufe an engen Spotmärkten, um Gaspreisdeckel und viele der heutigen akuten Probleme nicht im gegenwärtigen dramatischen Ausmaß Gedanken machen. Diese jahrelangen Versäumnisse müssen nun binnen weniger Monate korrigiert werden. Und daran arbeiten wir nicht erst seit gestern, sondern bereits seit über einem Jahr. Auf meine Veranlassung hin gab es bereits seit September 2021, also deutlich vor Kriegsbeginn, zahlreiche Gespräche mit der Energiewirtschaft, den Wirtschaftskammern und Verbänden zu den Energiepreisen. Und das in der Regel zusammen mit dem SMWA, meinem Kollegen Martin Dulich. Ebenso gibt es seit über einem Jahr systematische Gespräche meines Hauses und von mir mit Bundesregierung mit dem Ergebnis einer gezielten Abschaffung der EEG-Umlage, dem Ausbau erneuerbarer Energien im Ost- und Sommerpaket zur Gasspeicherstrategie. Dabei arbeite ich eng mit den Energieministerinnen und Ministern aller Bundesländer zusammen, die im Angesicht der Herausforderungen in der letzten Woche beschlossen haben, eine ständige Energieministerkonferenz ins Leben zu rufen. Als eines der ersten Länder hat Sachsen unter Verantwortung meines Hauses im Frühjahr ein Krisenteam eingerichtet. Unter Federführung des Ministeriums arbeitet eine interministerielle Arbeitsgruppe an konkreten Schritten zur Bewältigung der Krise auf Landesebene. Die Energiekrise berührt viele Ressorts. Deshalb arbeiten wir in der Staatsregierung auch eng zusammen. Auf einem gemeinsamen Energiegipfel haben wir konkrete Maßnahmen von Brennstoffwechsel bis Härtefallfonds vereinbart, an denen wir zusammen mit Hochdruck arbeiten. Das ist ein Teamspiel für uns in der Staatsregierung. Das ist ein Teamspiel der gesamten Gesellschaft, Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft. Der Bundeswirtschaftsminister hat mittlerweile daran gearbeitet, die Bezugsquellen für Gas zu erweitern und den Ausbau der Infrastruktur, sprich natürlich vor allem der LNG-Terminals, vorangebracht. 7 Flüssiggasterminals befinden sich derzeit in Planung oder sogar bereits im Bau. In Lubmin, bei Greifswald und Wilhelmshaven sollen bereits bis Ende 2022 die ersten dieser Anlagen in Betrieb gehen. Das Thema Flüssiggas ist für mich als Klimaschutzminister durchaus eine zweischneidige Angelegenheit, weil durch diese Investitionen ein Lock-in bei einem fossilen Energieträger droht. Diese Vorhaben sind jedoch kurzfristig absolut unverzichtbar und lassen sich mit der Klimapolitik dann vereinbaren, wenn sie konsequent auf die Eignung auch für Wasserstoffderivate wie Ammoniak und grünes Methan ausgelegt werden. Mir ist völlig klar, dass knappes Gas und die Teuerung unser Land, unsere Gesellschaft an den Rand der Belastungsfähigkeit bringen. Diese exzessiven Preise tun weh. Und das betrifft alle Lebensbereiche. Das trifft uns als Bürgerinnen und Bürger und da vor allem diejenigen, die keine finanziellen Reserven haben und auch so schon schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Das betrifft die Unternehmen, die soziale Infrastruktur, Wissenschaft, Kultur, Sport, eigentlich alles. Mit den Entlastungspaketen des Bundes gibt es bereits etliche Maßnahmen und Vorkehrungen, um die Auswirkungen des Krieges ökonomisch und sozial abzufedern, auch wenn Kritik daran berechtigt ist. Wichtig ist mir dabei, dass nun auch Handwerk und Mittelstand adressiert werden. Außerdem hat der Bund mit der Novelle des Energiesicherungsgesetzes und dem Gasspeichergesetz und anderen Regelungen die Energiesicherheit verbessert. Weitere Schritte stehen auch hier an. Zugleich brauchen wir Mechanismen zur Senkung der zum Teil absurden Höhen galoppierten Preise. Deshalb plädieren wir, die Energieministerinnen und Energieminister in Deutschland, dafür, dass der Bund ein Modell zur Preisdämpfung entwickelt, das einerseits einen klaren Anreiz zur Energieeinsparung setzt und andererseits sozial gerecht, nachvollziehbar und praktikabel ist. Das böte der Wirtschaft und den privaten Haushalten Sicherheit. Wir haben dazu erst letzte Woche beim Energieministertreffen einen entsprechenden Beschluss gefasst. Ebenso wichtig ist mir, dass wir die derzeitigen in dieser Größenordnung von keinem Marktteilnehmer je für möglich gehaltenen Zufallsgewinne in der Energiebranche zur Senkung der Energiekosten für die gesamte Gesellschaft einsetzen.
Das wird besonders dort einfach gehen, wo am Spotmarkt gehandelt wird und bereits ein Umlagemechanismus existiert. Auf europäischer Ebene werden dazu noch Instrumente intensiv diskutiert, die auch temporäre Eingriffe in Marktmechanismen und die Preisbildung auf den Märkten nicht ausschließen, um etwa exorbitante Gaspreise zu dämpfen und deren Einfluss auf den Strommarkt zu isolieren. Auch da sind wir offen, wenngleich durchaus vorsichtig, weil diese Marktmechanismen in der Vergangenheit in Europa auch für Versorgungssicherheit und bezahlbare Energiepreise gesorgt haben. In der aktuellen Lage mit ihren komplexen Auswirkungen, auch bei drohenden Forderungsausfällen, ist es entscheidend, dass Stadtwerke und regionale Versorger die notwendige Unterstützung erhalten, um existenzbedrohende Situationen zu vermeiden. Hier braucht es mehr Hilfe vom Bund, aber auch eine kluge und im Einzelfall zielgenaue Ergänzung durch Instrumente des Landes. Meine Damen und Herren, egal wer wo politisch steht, wir können festhalten, die Lage ist sehr angespannt. Aber es ist weder eine rein sächsische noch eine allein nationale Lage. Gleichwohl sind aber auf allen Ebenen Lösungsbeiträge möglich und notwendig. Alle Maßnahmen im Bund und in der EU sind darauf ausgerichtet, eine flächendeckende Gasmangellage gar nicht erst entstehen zu lassen. Denn staatlich angeordnete Gaszuteilungen, die in so einer Situation erforderlich wären, lassen keinen Platz für wirklich gute Lösungen. Es gäbe nur schlechte und sehr schlechte Optionen. Mit Blick auf eine etwaige Gasmangellage wünschen wir uns als Freistaat wie auch die anderen Länder umfassendere Informationen seitens der Bundesnetzagentur. Dies habe ich zuletzt auch in der letzten Woche in einem von unserem Haus organisierten Gespräch mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur Klaus Müller und vielen Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaftsverbänden und aus der Staatsregierung wieder deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir brauchen Klarheit, was den Kriterienkatalog für den sogenannten Bundeslastverteiler angeht. Es geht dabei letztlich um zwei Fragen. Erstens, nach welchen Kriterien würde die Bundesnetzagentur eine Gasmangellage ausrufen? Und zweitens, was sind die Voraussetzungen für Entscheidungen der Netzagentur, für einzelne große Abnehmer den Gasverbrauch temporär einzuschränken? Die Bundesnetzagentur hat sich zwar unter enormem Zeitdruck einen Überblick über große Abnehmer bundesweit sowie über deren direkten Betroffenheiten verschafft, doch solche Gasabnehmer sind nicht selten beispielsweise auf Ebene eines Stadtwerks. Doch bis zu den Abnehmern dahinter, etwa mittelständischen, aber für Lieferketten sehr relevanten Unternehmen, reicht die Datenlage der Bundesnetzagentur nicht. Und das halten wir für schwierig, wenn gut abzuwägende Entscheidungen getroffen werden müssen. Deshalb werden wir vor Ort hier in Sachsen unsere Abstimmung mit den sächsischen Akteurinnen und Akteuren noch einmal intensivieren. Es geht dabei um soziale Folgen, mögliche betriebswirtschaftliche Schäden, Lieferketten und die Differenzierung nach lebenswichtigen Bedarfen für den Fall der Gasmangellage. In unseren Krisenstrukturen auf der Landesebene arbeiten wir da als Staatsregierung gemeinsam dran. Meine Damen und Herren, um es ganz klar zu sagen, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland heute weder eine Gasmangellage noch eine Strommangellage. Wir bereiten uns auf eine mögliche Gasmangellage vor. Was wir allerdings haben, jetzt schon, ist eine eklatante Preiskrise. Deutschland hat allein im ersten Halbjahr 2022 übrigens mehr Strom exportiert als im gesamten Vorjahr. Die zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine noch bestehende Abhängigkeit von russischem Erdgas von etwa 55% wurde binnen weniger Monate auf weniger als 10% gesenkt. Und seit einigen Tagen fließt überhaupt kein russisches Gas mehr aus dem Osten in unsere Netze. Und die Speicher werden dennoch weiter, wenn auch langsamer, gefüllt. Kaum jemand hätte einen so schnellen Erfolg der Diversifizierungsanstrengungen für möglich gehalten. Die gesetzlichen Speicherfüllstände wurden rascher erreicht als auch gesetzlich vorgegeben. Und das sind positive Signale in Richtung der Vermeidbarkeit einer Gasmangellage im kommenden Winter. Jedoch reicht das noch nicht aus. Der entscheidende Parameter ist der Gasverbrauch. Während die Industrie etwa durch Brennstoffwechsel, durch Anpassung der Produktion und zunehmend auch durch Nutzung neuer Möglichkeiten am Gasmarkt eingesparte Gasmengen per Auktion zu vermarkten bereits deutliche Einsparungen erreicht hat, ist im privaten Bereich noch Einsparpotenzial zu heben. Allerdings ist auch klar, dass wir Produktionsstopps oder Betriebsaufgaben vermeiden müssen.
Denn dadurch erzielte Einsparungen sind jedenfalls keine Erfolgsmeldung. Die derzeitige Gaspreiskrise und die dadurch unmittelbar verursachte Strompreiskrise sind so unmittelbar bedrohlich, dass sie viele andere Probleme überdecken. Wir werden sie gemeinsam überwinden und dann tritt überdeutlich wieder hervor, was kurzzeitig verdeckt war, die immer deutlicheren Folgen der Klimakrise. In unserem Wasserhaushalt, im Wald und auf den Feldern, in Dürre und Überflutung, im Verschwinden der europäischen Gletscher in globalen Fluchtbewegungen. Die Fakten lauten auch in Sachsen. Die Jahresdurchschnittstemperatur ist gestiegen im Zeitraum 1991 bis 2020 gegenüber der Referenzperiode 1961 bis 1990 um über 1 Grad Celsius. Und sie steigt weiter. Hinzu kommt, die Klimaprojektionen lassen erwarten, dass sich der Trend beschleunigt fortsetzt. Die Dürren vor allem in Nord- und Ostsachsen oder die Zunahme extremer Wetterereignisse wie Stürme und Starkregen sprechen eine klare Sprache, auch in Sachsen. Ich könnte hier viel darüber berichten, wie stark die Klimakrise Sachsen betrifft. Ich könnte hier umfangreich auflisten, welche Probleme wir bereits jetzt in der Land- und Forstwirtschaft haben, wie die Menschen in den Städten mit der Hitze kämpfen oder welche Herausforderungen unserer Wasserversorgung gegenübersteht. Das lasse ich, bitte Sie jedoch, diese Gesichtspunkte bei meinen Ausführungen mitzudenken. Auf eine Folge der Klimakrise möchte ich jedoch verweisen. Die Dürre hat mittlerweile Folgen auch für Kohle- und Atomkraftwerke in Europa. Viele Anlagen, gerade in Frankreich, haben nicht mehr genug Kühlwasser zur Verfügung und mussten ihre Produktion bereits drosseln oder ganz einstellen. Übrigens eine Reihe anderer Anlagen defekt. Routinemäßige Untersuchungen hatten kritische Sicherheitsmängel offenbart, die längere Abschaltung für die Reparatur unumgänglich machen. Wir können uns also nicht mehr auf sie verlassen. Und auch die Wasserkraft bekommt Probleme, wenn Flüsse nicht mehr genug Wasser führen und die Füllstände der Speicher gering sind. Und Kohlekraftwerke in Deutschlands Westen können nicht mehr ausreichend versorgt werden, weil die Flüsse, die Transportwege zu ihnen, nicht mehr ausreichend Wasser haben. Die Energiewende als Gegenmittel zur Klimakrise, als Garant für Energiesouveränität, als Treiber für Innovationen, wurde auf allen politischen Ebenen über lange Zeit verschlafen, verzögert, blockiert. Auch hier sind die Wissenschaften oder die Politikerinnen und Politiker, die gemahnt, die auch politische Leitlinien entwickelt haben, lange Zeit ignoriert worden. Dabei belasse ich es jetzt aber. Denn jetzt lange über zu viel vergossene Milch zu klagen, bringt nicht wirklich was. Denn wir können aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Wir haben die technischen Möglichkeiten und wir haben die Ressourcen. Wir müssen nur noch entschlossener handeln. Und da tut sich ja auch was. Es gibt starke Gegenbewegungen, es gibt Politikwechsel, es gibt Abkommen, internationale Abkommen, es gibt technologische Entwicklungen und die Wirtschaft legt alle Schalter um in Richtung Energiewende. Kurz, die Welt ist auf dem Weg zur Klimaneutralität. Jetzt kommt es allein auf die Geschwindigkeit an. In dieser Zeitenwende ist die Energiewende nötiger und dringender denn je. Klimaschutz, Energiesouveränität und wirtschaftliche Entwicklung mit berechenbar bezahlbaren Energiepreisen sind nur mit erneuerbaren Energien möglich. Die politischen und rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren substanziell in diese Richtung verändert, angefangen beim Pariser Klimaabkommen, über die EU und den Bund bis zur Landesebene und bis hinein in die Kommunen. Stichwort EU. Brüssel hat wichtige Schritte unternommen, damit Europa klimaneutral wird. Ich meine den sogenannten Green Deal. Damit will die EU dieses Ziel bis 2050 erreichen. Und das Zwischenziel der EU bis 2030 lautet, dass die Nettoemissionen von Treibhausgasen um mindestens 55% gesenkt werden. Untersetzt wird das mit Regularien und Förderungen, unter anderem in den Bereichen Verkehr, Handel, Industrie, Landwirtschaft und nicht zuletzt der Energieversorgung selbst. Einen wichtigen Punkt möchte ich hervorheben, nämlich die Ausweitung des Emissionshandels, also letztlich der CO2-Bepreisung. Das ist ein sehr wichtiger Hebel. Auch auf Bundesebene haben wir mittlerweile deutlich ambitioniertere Ziele und vor allem konkrete Maßnahmen. In 8 Jahren, meine Damen und Herren, sollen 80% des nationalen Strombedarfs aus regenerativen Energien gedeckt werden. Eines nunmehr auch realistisch prognostizierten Strombedarfs, der etwa 20-30% höher sein wird als heute. Der Ausbau der Erneuerbaren erfolgt nun auch rechtlich im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Die EEG-Umlage ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher auf Null gesetzt
Und bezüglich der Windenergie definiert der Bund ein Flächenziel, ein verbindliches Flächenziel von 2% der Landesfläche für Windenergieanlagen bis 2032. Zudem können Kommunen im Zusammenhang mit der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen nun endlich auch bei Bestandsanlagen von den Erträgen profitieren. Das ist ein zusätzlicher Anreiz. Die Absenkung der EEG-Umlage bis auf null und die Beteiligung von Kommunen an Erträgen sind mir seit Jahren wichtige Anliegen gewesen. Im Bund und in den Bund-Länder-Gremien haben wir uns ja aus Sachsen dafür in den letzten 2 Jahren beharrlich und eben auch erfolgreich eingesetzt. Die Debatte etwa zur EEG-Umlage habe ich 2020 im Bundesrat gestartet. Ein wichtiger Treiber für den Klimaschutz ist unser eigenes Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss vom Frühjahr 2021 höchstrichterlich klargestellt, dass wir Klimaschutz ausweiten müssen. Wenn wir das nicht tun, engen wir die Freiheitsrechte künftiger Generationen ein. Ein Urteil, dessen Bedeutung man überhaupt nicht überschätzen kann. Die Klimakrise ist auch in der Wirtschaft mittlerweile das entscheidende Thema. Die Unternehmen sind auf dem Weg zur Klimaneutralität aus eigener Entscheidung oder als Zulieferer. Der Ausbau der Erneuerbaren ist inzwischen ein knallharter Standortfaktor. Unternehmen brauchen regional produzierten grünen Strom und fragen dessen Verfügbarkeit an. Sie stellen ihre Produktion um oder bereiten sich auf die Wasserstoffnutzung vor. Das sind zum Beispiel im internationalen Wettbewerb stehende Betriebe der Automobilindustrie, das sind Betriebe des Anlagenbaus oder die energieintensiven Betriebe im sogenannten Industriebogen im Landkreis Meißen. Dann ist klar, die Pariser Klimaziele gelten weltweit. Der Ruf nach massiver Beschleunigung der Energiewende im Freistaat Sachsen war auch auf dem Mitteldeutschen Wasserstoffkongress am Freitag letzter Woche zu vernehmen, unisono und überdeutlich. Wenn inzwischen wichtige Unternehmen und Infrastrukturbetreiber von drohender Deindustrialisierung sprechen, sollte Sachsen bei kostengünstiger Energie aus Wind und Sonne nicht sehr schnell und sehr grundsätzlich Fahrt aufnehmen, so muss uns das eine ernste Mahnung sein. Das ist eine gelbe Karte mit rotem Rand, meine Damen und Herren. Diese Unternehmen sind wichtige Akteure. Sie geben der Politik und der Wirtschaft durchaus Schub und bereiten idealerweise den Boden dafür, dass die Energiewende proaktiv in der gesamten Wirtschaft erfolgt. Gleichzeitig ist die Energiewende Innovationstreiber. Hier geht es um die Technologien von morgen und nicht mehr um die von vorgestern. Verschiedenste und an die jeweiligen Bedarfe angepasste Speicherlösungen, Wasserstoffanwendung und die Sektorenkopplung sind hier wesentliche Stichworte. Meine Damen und Herren, die grundsätzliche Bedeutung des Themas Energie war uns, den Vertreterinnen und Vertretern der Sachsenkoalition aus CDU, Bündnisgrünen und SPD auch vor rund 3 Jahren sehr bewusst, als wir uns nach der Landtagswahl zusammengesetzt und die Basis für die gemeinsame Regierungsarbeit bis 2024 vereinbart haben. Wir haben im Ergebnis seit Anfang 2020 energiepolitisch sehr wichtige Vorhaben auf den Weg gebracht. Meines Erachtens war und ist klar, wir müssen auch bei uns schnell vorankommen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch in Sachsen und vielen anderen Bundesländern fährt die Energiewende gerade unaufhaltsam hoch, nachdem sie jahrelang ausgebremst wurde. Es wäre meiner Meinung nach eine Lebenslüge tragischen Ausmaßes, wenn wir glaubten, im Freistaat könnten wir uns da irgendwie um die Energiewende drumherum mogeln, die auf europäischer und nationaler Ebene voll in Fahrt ist. Es wird nicht funktionieren, wenn wir die Energiewende lediglich die anderen machen lassen. Im Gegenteil, das würde dem Wirtschafts- und Industriestandort Sachsen die Perspektive und Grundlage entziehen und damit unsere Zukunftsperspektive zerstören, die unseres Landes. Mein Anspruch ist daher, dass wir Sachsen als Teil Deutschlands und Europas, als Teil der Lösung begreifen. Ich möchte nun skizzieren, was wir als Staatsregierung bereits geschafft und was wir noch vor uns haben. Ein grundlegendes Vorhaben im wahrsten Sinn des Wortes war die Erstellung des Energie- und Klimaprogramms 2021, kurz EKP. Das EKP ist die Basis für Energiewende, Klimaschutz und Klimaanpassung in Sachsen. Es ist die Basis für den Ausbau Stromproduktion aus Sonne und Wind, die Basis für Wärmewende, kommunalen Klimaschutz und für kommende Richtlinien und Förderprogramme. Das EKP ist auch die Grundlage, damit wir unseren Beitrag zu den völkerrechtlich verbindlichen Paris-Zielen leisten können. Und es ist Voraussetzung, damit Sachsen Energie und damit auch Industrieland bleibt. Das vorherige Programm stammte aus dem Jahr 2012. Und das war so sehr durch die Realität überholt, dass es nicht einfach um eine Fortschreibung ging.
Wir haben also ein neues Programm erstellt mit ambitionierten Zielen. Es geht um einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Für das Jahr 2030 sollen im Vergleich zu 2019 insgesamt 10 Terawattstunden pro Jahr zusätzlich aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Zum Vergleich, das entspricht dem Stromverbrauch von 2,5 Millionen Vier-Personen-Haushalten. Um es ganz klar zu sagen, das jüngste Gesetzespaket des Bundes zur Energiewirtschaft legt mit 2% der Landesfläche eine verbindliche Zielmarke vor, die vom Potenzial weit über das sächsische EKP-Ziel hinausgeht. Es ist jedoch ein reines Flächenziel. Die Anlagen dort bauen sich nicht von allein. Und deshalb ist das Energieertragsziel des EKP weiterhin sehr wichtig, denn es ist für uns Richtschnur für konkrete Maßnahmen, etwa bei der Beschleunigung von Verfahren. Über die Ausbauziele bei erneuerbarer Energie hinaus konkretisiert sich das EKP in einem Maßnahmenprogramm mit rund 200 Vorhaben. Diese werden derzeit durch die Staatsregierung angegangen, denn Energie- und Klimapolitik ist Querschnittspolitik und braucht auch hier die Mitwirkung aller. Ich nenne beispielhaft zwei Vorhaben, die für die notwendige Breite unseres Programms stehen. Um die Energieeffizienz industrieller Prozesse zu erhöhen, sollen Anwender durch die Sächsische Energieagentur dabei unterstützt werden, effiziente Antriebstechnik oder effiziente Wärme- und Kältebereitstellung zu nutzen. Für die Energiewende in industriellen Prozessen bieten sich beispielsweise die Nutzung von Hochtemperatur-Wärmepumpen in Kombination mit Wärmerückgewinnung und Fernwärmenetzen von Biomasse sowie elektrische Heizsysteme an. Für die Anpassung an die Klimakrise sollen Städte und Gemeinden Coaching-, Beratungs- und Bildungsangebote erhalten. Zudem werden Instrumente wie das kommunale Energiemanagement oder der European Energy Award ausgebaut. Gleiches gilt für die Bilanzierung kommunaler Emissionen von Treibhausgasen. Zum Maßnahmenprogramm haben wir eine breite Beteiligung aufgesetzt und hierbei wichtige Anmerkungen erhalten. An dieser Stelle herzlichen Dank für alle, an alle Stellen, Verbände, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, die sich hier aktiv eingebracht haben. Die Ergebnisse aus der Beteiligung liegen den Ressorts vor und Maßnahmen werden derzeit angepasst. Ebenfalls erarbeitet haben wir den Bericht zur Emission von Treibhausgasen. Damit zeigen wir die Emissionsentwicklung in Sachsen auf. Der Bericht findet sich gerade in der Ressortabstimmung und soll im November ins Kabinett. Anschließend legen wir den Bericht dem Landtag vor. Mit dem EKP haben wir auch eine Basis für den Erfolg des Energieträgers Wasserstoff in Sachsen gelegt. Denn grüner Wasserstoff trägt dazu bei, fossile Energieträger zu ersetzen und die Klimaziele zu erreichen. Dementsprechend haben wir als weitere programmatische Grundlage eine Wasserstoffstrategie verabschiedet. Auch hier haben wir auf eine breite Einbeziehung der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Energieversorger gesetzt. In Sachsen wird eine Wasserstoffwirtschaft mit möglichst geschlossenen regionalen Wertschöpfungsketten aufgebaut und das mit grün produziertem Wasserstoff. Die Strategie zeigt auf, welche zusätzlichen Maßnahmen in Sachsen über die Angebote von EU und Bund hinaus dafür benötigt werden. Ein Maßnahmenkatalog mit 24 Vorhaben unterstützt die Akteure vor Ort, damit bis 2030 die Voraussetzungen geschaffen werden können, grünen Wasserstoff als Energieträger zu verwenden. Wir können in Sachsen auf ganz wichtige Stärken, auf umfangreiches Know-how in der Forschung, der Entwicklung und Fertigung zurückgreifen, und zwar gerade auch im Maschinen- und Anlagenbau. Nicht umsonst arbeitet mein Haus hier eng mit dem Wirtschafts- und dem Wissenschaftsministerium, aber auch mit den Clustern, Netzwerken und verschiedensten Einrichtungen zusammen. Danke dafür an alle Beteiligten, danke aber auch gerade namentlich an meine beiden Kollegen Martin Dulich und Sebastian Gemko für diese gute Zusammenarbeit. Erforderlich ist eine stärkere sektorenübergreifende Elektrifizierung. Darüber hinaus geht es bei der Wasserstoffnutzung um den Einsatz klimaneutraler Alternativen für Anwendungen, die auch langfristig nicht wirtschaftlich effizient und elektrifizierbar sind. Hierzu gehören in Sachsen vor allem Anwendungen in der chemischen Industrie und Projekte zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe wie E-Kerosin, das etwa in der Luftfahrt mittelfristig eine realistische technologische Option auf dem Weg zum Ziel Treibhausgasneutralität darstellt. Im Bereich Verkehr und Transport könnte Wasserstoff in der innerbetrieblichen Logistik oder im Schwerlastbereich angewandt werden. Zudem kann Wasserstoff auch im Bahnverkehr auf bestimmten Strecken sinnvoll sein. Und nicht zuletzt ermöglicht Wasserstoff, große Mengen erneuerbarer Energien zu speichern. Damit ist er perspektivisch ein wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit. Meine Damen und Herren, so viel zu den konzeptionellen und strategischen Grundlagen.
Dabei ist es jedoch nicht geblieben. Denn wir haben weitere Grundlagen geschaffen, damit die Erneuerbaren ausgebaut werden können. Wir haben die Photovoltaik-Freiflächenverordnung auf den Weg gebracht. Sie sieht vor, dass Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Acker oder Grünland in benachteiligten Gebieten für die EEG-Förderung geöffnet werden. Von der Flächenkulisse ausgenommen sind Schutzgebiete sowie Flächen in Natura 2000-Gebieten und in nationalen Naturmonumenten. Zur Erläuterung, die benachteiligten Gebiete sind EU-weit definiert. Das sind Gebiete mit schlechteren landwirtschaftlichen Erträgen, weil zum Beispiel das Klima ungünstig oder die Bodenqualität schlechter ist. Oder weil die Bewirtschaftung schwerfällt, etwa an Berghängen. Für Anlagenbetreiber, Flächeneigentümer und Kommunen haben sich damit neue Chancen auf langfristig stabile Einnahmen eröffnet. Gleichzeitig ist klar, dass auch Belange des Naturschutzes sowie der Landwirtschaft bei Planung und Genehmigung von Freiflächenanlagen zu berücksichtigen sind. Diese verschiedenen Ziele und Ansprüche tarieren wir mit der Verordnung vernünftig aus. Der Ausbau der Erneuerbaren braucht Akzeptanz. Das heißt, er braucht sachliche Informationen und er braucht die Beteiligung von Gemeinden, Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben daher bei der Sächsischen Energieagentur, SAENA, die Dialog- und Servicestelle geschaffen. Damit wollen wir die Akzeptanz von Energiewende und Projekten vor Ort erhöhen. Die Stelle berät und informiert Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen. Außerdem unterstützt sie bei der Bewältigung von Konflikten vor Ort. Nebenbei bemerkt, wir haben 2021 eine Akzeptanzbefragung durchgeführt. Das Ergebnis dieser repräsentativen Umfrage: ungefähr 2/3 der Menschen in Sachsen stehen den erneuerbaren Energien generell positiv gegenüber. Auch zeigt sich, dass überall da, wo bereits Erfahrungen mit Anlagen gesammelt wurden, die Zustimmung größer ist als dort, wo es diese Erfahrungen noch nicht gibt. Gleichzeitig werben wir mit einer Kampagne für Energiewende und Klimaschutz informativ, klar und gut nachvollziehbar, im Übrigen gemeinsam mit der Wirtschaft. Ein ganz praktisches Informationsangebot stellt Sachsens Energieagentur SAENA mit dem Solarkataster bereit. Damit können alle Interessierten selbst prüfen, ob es lohnt, auf der eigenen Freifläche oder auf dem eigenen Dach eine Photovoltaikanlage zu errichten. Und ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich auf sehr vielen Dächern. Aktuell haben wir die Kompetenzstelle Wasserstoff ausgeschrieben. Sie soll nach Möglichkeit ihre Arbeit im kommenden Winter beginnen. Aufgabe wird sein, die sächsische Industrie und Wissenschaft, aber auch kommunale Vertreterinnen und Vertreter, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Medien in wasserstoffspezifischen Fragestellungen zu unterstützen, Akteure zu vernetzen sowie Projekte zu begleiten. Meine Damen und Herren, die Wasserstoffnutzung bedarf unter Umständen umfangreicher Investitionen in Technologien und Systeme. Das liegt auch im europäischen Interesse. Dementsprechend sollen Vorhaben als sogenannte IPCI-Projekte gefördert werden. Die Abkürzung steht für Important Projects of Common European Interest, auf Deutsch wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse. In den Projekten kooperieren europäische Unternehmen und investieren gemeinsam. Dies wird flankiert durch Förderung. In Summe planen Bund und Länder, über 8 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, um Investitionen im Gesamtwert von rund 33 Milliarden Euro zu stimulieren. Sachsen unterstützt solche Kooperationen derzeit erfolgreich. 4 sächsische Unternehmen sowie 2 international agierende Unternehmen, welche in Sachsen investieren wollen, haben der EU-Kommission ihre Projekte zur Prüfung vorgelegt. Wasserstoff braucht auch Netze. Sachsen stimmt sich daher intensiv mit den Fern- und Verteilnetzbetreibern in Sachsen ab. Es geht darum, koordiniert und effizient ein Wasserstoffstartnetz in Sachsen zu etablieren. Das ist eine Voraussetzung für eine regionale Wasserstoffwirtschaft entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Und noch etwas möchte ich hervorheben. Wir erleben eine Renaissance der Solarindustrie in Sachsen. Aber wir erleben sie nicht nur, sondern wir unterstützen sie aktiv und strategisch als Keimzeile einer enorm wichtigen europäischen Kompetenz zur technologischen Sicherung der eigenen künftigen Energieversorgung. Wir unterstützen sie, weil sie hier in Ostdeutschland exzellente Standortbedingungen hat und mit ihrem gewaltigen Wachstumspotenzial viele Arbeitsplätze schaffen und sichern kann. Wir denken dabei weiter und haben die ganze Wertschöpfungskette im Sinn, von strategisch wichtigen Vorprodukten bis zum Thema Fachkräfte in Installationsbetrieben. Wir wollen hier viel stärker als bisher den Bund ins Boot holen. Das Ziel soll sein, die strategische Rolle der Halbleiterphotovoltaik für die europäische Energiesouveränität genauso konsequent auszubuchstabieren, wie das in den letzten Jahren mit dem Thema Halbleiter-Mikroelektronik für die digitale europäische Souveränität gelungen ist. Wir haben als Freistaat Sachsen jüngst einen Entschließungsantrag zu diesem Thema in den Bundesrat eingebracht.
Und er hat breite Unterstützung gefunden. Meine Damen und Herren, mein Haus ist ein Ministerium der Zielkonflikte. Auf einen habe ich ja bereits schon hingewiesen, nämlich die mitunter konkurrierenden Ziele bei der EEG-Förderung von Photovoltaik auf Landwirtschaftsflächen in benachteiligten Gebieten. Ebenfalls austariert werden muss der Konflikt Windräder versus Artenschutz. Windräder können gerade für größere Vögel wie den Rotmilan gefährlich sein. Deshalb haben wir hier in Sachsen einen Vogelschutzleitfaden erlassen. Er ist eine Handreichung für alle, die mit der Errichtung von Windenergieanlagen zu tun haben. Wir tragen hier also zur Lösung eines Zielkonflikts bei. Den Artenschutz und Energiewende schließen sich nicht aus. Vielmehr sind sie an konkreten Standorten und mit konkreten Maßnahmen umsetzbar. Sachsen war hier Vorreiter, nun zieht der Bund im Übrigen diesbezüglich nach. Wir haben den Kriterienkatalog zur Bewertung der Standorteignung von Waldflächen für die Errichtung von Windenergieanlagen überarbeitet. Hier sehen wir weiteres Flächenpotenzial für Windenergieanlagen. Allerdings kann das nur unter klar und eng definierten Voraussetzungen geschehen. Das geht also nicht pauschal, sondern nur nach Würdigung zum Beispiel von ökologischen und naturschutzfachlichen und rechtlichen Belangen. Es geht um zusätzliche Flächenpotenziale, nachdem die Potenziale außerhalb des Waldes für die Windenergie genutzt werden müssen. Ein einfaches Ausweichen der Windkraft in die Wälder wird es nicht geben. Und das bringt natürlich nur dann überhaupt kurzfristig irgendeinen Beschleunigungseffekt, wenn solche Flächen für Vorhaben der Windenergie zugänglich werden. Etliche Kommunen sind an uns herangetreten, weil sie entsprechende Bauleitplanungen beschließen wollen. Wir setzen noch in diesem Jahr die Koalitionsvereinbarung zur Flexibilisierungsregelung im Landesplanungsrecht um, die auch Gegenstand eines Entschließungsantrages dieses Hohen Hauses war, ist damit die Grundvoraussetzung für alle in dieser Legislaturperiode wirksamen Öffnungen und Beschleunigungen. Das haben wir in der Koalition gemeinsam verabredet. Das haben wir als Staatsregierung auch gegenüber den Kommunen und der Wirtschaft zugesagt, zuletzt auch in unserem gemeinsamen Energiegipfel. Wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass die sogenannte Agri-PV, also eine Zweifachnutzung von Flächen durch Photovoltaik und Landwirtschaft, ausgebaut werden kann. Unser Anliegen war es, mit der EEG-Novelle und der EU-Agrarförderung die Basis für einen Ausbau von Agri-PV zu erreichen. Passend dazu, wir unterstützen Pilotanlagen für Forschung und Demonstration, nämlich ein Floating-PV-Projekt in der Lausitz. Zur Erklärung, Floating-PV sind auf Wasserflächen schwimmende Photovoltaikanlagen. Wir setzen eine landeseigene Agri-PV-Forschungs- und Demonstrationsanlage an unserem Lehr- und Versuchsgut in Köllitsch um. Außerdem unterstützt der Freistaat Entwicklungen zur effizienten Nutzung von Umweltwärme wie Seethermie, Grubenwasserthermie und Großwärmepumpen. Gerade in der Energiepolitik denken wir global und handeln vor Ort. Ganz zentrale Partner sind deshalb die Kommunen. Kommunen und ihre Einrichtungen können den Energieverbrauch oft mit geringem Aufwand senken. Den European Energy Award hatte ich bereits erwähnt. Lassen Sie mich hierzu ein paar Aspekte ausführen. Mein Haus hat ein Konzept zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in den Kommunen bis 2030 erarbeitet. Uns geht es darum, Kommunen zu befähigen, damit sie Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen können. Wir geben hier Orientierung in einem weiten Themenfeld und vor allem mit Bezug auf die Unterstützungsangebote des Freistaates. Auch dabei spielt die Sächsische Energieagentur mit ihrer Beratung und Begleitung eine entscheidende Rolle. Außerdem haben wir beim LFULG das Fachzentrum Klima eingerichtet. Das berät zu Klimaanpassung und Klimavorsorge. Wir streben darüber hinaus eine intensivere Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden im Sinne einer kommunalen Klimaallianz Sachsen an. Und natürlich gilt weiterhin, dass das kommunale Energiemanagement und der European Energy Award EA wesentliche Instrumente sind, um Energieeffizienz und Klimaschutz in Kommunen voranzubringen. In Sachsen nehmen momentan 26 Städte, Gemeinden und Landkreisen am European Energy Award teil. Sie sind damit Multiplikatoren des Anliegens in ihrer jeweiligen Region. Beim kommunalen Energiemanagement werden systematisch und laufend Einsparpotenziale erschlossen. Damit wird das Energiemanagement als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung etabliert. So kann eine Kommune Geld sparen und die CO2-Emissionen senken. Sowohl die Kommunen als auch Private sind Adressaten unserer Förderung. Hierzu werden wir neue Angebote vorlegen. Mit EU-Mitteln und der Kofinanzierung durch den Freistaat möchte Sachsen künftig Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen für eine zukunftsfähige Energie- und Ressourcenversorgung sowie zur Klimaanpassung unterstützen. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz, zur Minderung des Treibhausgasausstoßes, zum Ausbau intelligenter Energiesysteme, Netze und Speicher auf lokaler Ebene, zum Aufbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft
sowie die anwendungsorientierte Forschung auf den zuvor genannten Gebieten. Darüber hinaus werden wir mit EFRE-Mitteln und sächsischer Kofinanzierung Vorhaben des Klimaschutzes und zur Klimaanpassung fördern. Nun wollen wir nicht nur Regelwerke setzen, Rahmenbedingungen schaffen oder fördern, wir haben auch eine Vorbildfunktion und Verantwortung in eigener Sache. Ich rede hier von der Landesverwaltung, von Einrichtungen des Freistaates und deren Liegenschaften. Wir haben eine erste CO2-Bilanz der Landesverwaltung abgeschlossen und erstellen einen Masterplan klimabewusste Landesverwaltung. Der Masterplan soll Ziele und Vorhaben enthalten, um Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Es geht um Gebäude und Liegenschaften, es geht um Mobilität, um die Beschaffung und Green IT. Die Entwürfe zum Masterplan und konkreten Maßnahmen sind gerade in der finalen Beratung. Meine Damen und Herren, die zugespitzte Klimakrise, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, aber auch der Schub durch die Bundesebene machen deutlich, was wir bisher in Sachsen geschafft haben, weist in die richtige Richtung, reicht aber bei Weitem noch nicht aus. Wir haben unterm Strich deutlichen Nachholbedarf bei der Windenergie. Sachsen hat es nun selbst in der Hand, ob der Ausbau weiter aktiv gesteuert werden soll. Die Alternative wäre, dass wir gesteuert werden und Planungen seitens Land und Kommunen aus der Hand geben. Dann hätten wir pauschal geltendes Bundesrecht. Das kann niemand wollen, das wollen wir nicht. Allerdings ist auch klar, wenn wir nun nur die Zahl der Anlagen zählen, hilft uns das in der Diskussion nur bedingt weiter, denn mit neuen Anlagen an alten Standorten lässt sich oft ein Vielfaches an Strom produzieren. Das Stichwort lautet Repowering. Ein Beispiel ist der Windpark Sitten an der A14, wo 4 Altanlagen abgebaut und durch 2 Neuanlagen ersetzt wurden. Eine davon liefert im Jahr doppelt so viel Strom wie der ganze alte Windpark mit seinen zuvor 8 Anlagen. Und jede dieser beiden neuen Anlagen liefert neben Strom auch stabil mindestens 30.000 Euro für die Gemeindekasse, Jahr für Jahr. Der Nachholbedarf trifft nicht so sehr auf die Photovoltaik zu, hier haben wir deutlich bessere Ausbauzahlen. Und auch hierzu ein Beispiel, derzeit entsteht in Sachsen, genauer in Witznitz, eines der größten europäischen Solarkraftwerke. Wo früher großflächig Braunkohle gebaggert wurde, sollen künftig über 1 Million Solarmodule bis zu 650 Megawatt Solarstrom erzeugen. Das entspricht in etwa dem Durchschnittsverbrauch von 200.000 Vier-Personen-Haushalten. Dieses Beispiel und die insgesamt positive Entwicklung bei der Photovoltaik bedeuten jedoch nicht, dass wir uns Däumchendrehen erlauben könnten. Für mich heißt das auch, dass wir beim Thema PV-Pflicht politische Lösungen und Kompromisse brauchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben seit Wochen und Monaten eine intensive Diskussion zur Energiepolitik. Und ja, wir haben da auch unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen innerhalb der Regierung. Ich möchte die bundesweiten Diskussionen kurz aufgreifen. Eine betrifft die Preisbildung. Natürlich müssen die Preise an den Märkten runter. Das ist existenziell für Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft. Aber der Haken ist doch, dass es nichts bringt, einfach mehr Strom zu produzieren. Eine simple Ausweitung der Strommengen mit unflexiblen Braunkohle- und Atomkraftwerken nützt hier wenig. Das liegt an der Preisbildung auf den Strommärkten. Die sorgt dafür, dass immer die teuerste Kilowattstunde den Preis bestimmt. Und diese kommt überwiegend aus flexiblen Gaskraftwerken. Diese können genau wie Wind- und Solarkraftwerke schnell an den schwankenden Verbrauch angepasst werden. Die Atomkraft ist hier nicht der Heilsbringer für die nächsten Jahre. Atom ersetzt Gas nicht. Beide Energieträger bedienen unterschiedliche Segmente des Markts bzw. der Stromnachfrage. Zugleich zeigen die Stresstests, dass wir in Deutschland ausreichende Kapazitäten haben. Allerdings weist das europäische Versorgungsnetz Schwachstellen auf. Daher läuft auch die Diskussion um die Kohlekraft nach meiner Ansicht ins Leere. Es ist richtig, dass wir Kohlekraftwerke in der Reserve halten. Allerdings wäre es schädlich, mittel- und langfristig wieder auf die Kohle zu setzen. Meine Damen und Herren, unser Land organisiert eine solidarische Unterstützung für die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen. Das ist die eine Seite. Die andere lautet, Energiesparen ist notwendig. Und da gilt für mich, wir sind 4 Millionen Menschen in Sachsen und viele von uns können ihren Teil dazu beitragen, dass Deutschland ohne Gasmangellage durch die Krise kommt. Natürlich ist dieser Beitrag individuell unterschiedlich. Natürlich kommen manche Menschen dabei schnell an ihre Grenze oder sind es auch bereits. Gleichzeitig sehen wir aber, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen haben bereits einiges an Energie eingespart. Das gibt Hoffnung. Seitens der Staatsregierung bieten wir seit Neuestem eine Informationsplattform für private Haushalte, für Kommunen und Unternehmen an. Hier werden ganz praktische Tipps in puncto Energieeinsparung, in puncto Verbraucherschutz und Verbraucherrechte gebündelt und wichtige Fragen zur Energieversorgung beantwortet.
Wir haben viele Partner im Boot, die ihr Wissen und ihre Erfahrung teilen, von der Sächsischen Energieagentur über die Verbraucherzentrale, die Energieversorger, die Wirtschaft bis zu den Wohlfahrtsverbänden. Für die Nutzung dieser Informationen möchte ich hier werben. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen, aus meiner Sicht sind Klimaschutz, wirtschaftliche Kraft und europäische Energiesouveränität nur mit einem massiven Ausbau erneuerbarer Energien möglich. Wir haben uns als Menschen in eine globale Klimakrise manövriert. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine kommt auch noch eine veritable Energiepreiskrise hinzu. Zudem könnten wir eine Gasmangellage nicht völlig ausschließen. Die Klimakrise ist mit voller Wucht auch in Sachsen angekommen. Wir erleben das in den letzten Jahren buchstäblich am eigenen Leib. Deshalb ist es das Gebot der Stunde, jetzt in die Infrastruktur der Zukunft zu investieren und erneuerbare Energien auszubauen. Uns sollte daran liegen, über die akute Krise hinauszudenken und weitere Krisen zu verhindern. Das heißt auch, die Energiekrise nicht gegen die Klimakrise und die weiteren Umweltkrisen auszuspielen. Vielmehr ist angezeigt, alles zusammen anzugehen und jetzt langfristige und nachhaltige Lösungen zu finden. Die Energiewende bietet eine vielfache Dividende. Sie zahlt ein für den Klimaschutz und die Energiesouveränität. Sie sichert die Attraktivität des Standorts. Sie macht Energie bezahlbar. Lassen Sie uns in diesem Sinne konstruktiv debattieren und die richtigen Schlüsse für unser Land ziehen. Vielen Dank. Ich danke Herrn Staatsminister Güttler für die Fachregierungserklärung. Aber meine Damen und Herren, die Redezeit der Staatsregierung für diese Fachregierungserklärung wurde um eine halbe Minute überzogen. Ich sehe da schon eine Wortmeldung. So. Sie können das im Paragraphen 78 nachlesen. Und möchte eine Fraktion eine abweichende Meinung vortragen, erhält sie gemäß Paragraph 86 Absatz 1 der Geschäftsordnung eine Ergänzungsredezeit in Höhe der genannten Überschreitung, sind in diesem Fall 30 Sekunden. Und ich bitte, mir Bedarf anzuzeigen. Moment. Naja, man kann es kleinlich nennen, aber Herr Präsident, wir brauchen die Redezeit, wir haben nicht so viel und wir würden das gerne in Anspruch nehmen. Genau, damit hat die Fraktion Die Linke 30, eine halbe Minute, 30 Sekunden mehr Redezeit. Ich sehe an Mikrofon 5 eine weitere Wortmeldung für die Fraktion der AfD. Ja. Bitte, Herr Kollege Zwerg. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, wir nehmen das Angebot sehr gern an. Höre. Weiterer Redebedarf. Das ist kein Angebot, unsere Geschäftsordnung steht Ihnen zu, wenn Sie es beantragen. So, okay. Damit hat auch die AfD-Fraktion eine halbe Minute mehr Redezeit, 30 Sekunden. Und wir kommen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, nun zur Aussprache zur Fachregierungserklärung. Folgende Redezeiten für die Fraktionen wurden festgelegt. Die CDU 32 Minuten, die AfD 26 Minuten plus eine halbe Minute, die Linke 16 Minuten plus diese halbe Minute, Bündnisgrüne 14 Minuten und SPD 12 Minuten. Und die Reihenfolge in der ersten Runde ist AfD, CDU, die Linke, Bündnisgrüne, SPD. Und wir beginnen jetzt mit der AfD-Fraktion und das Wort erhält Herr Kollege Urban. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Die Bundesrepublik Deutschland steuert in die schwerste Krise ihrer Geschichte. Die explodierenden Energiekosten bedrohen Hunderttausende Arbeitsplätze. Die Verarmung breiter Gesellschaftsschichten wird zur realen Gefahr. Die Welt titelte erst letzte Woche, die Produktion in Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig, Zitat Ende. Der weltgrößte Stahlhersteller wird sein Werk in Bremen vorerst stilllegen. Die Energiekrise wird zur Industriekrise. Und in den Führungsetagen der Unternehmen wird längst beraten,
ob die energieintensive Produktion ins Ausland verlagert wird. Die deutsche Energiekrise hat ihren Ursprung in der Energiewende. Vergessen wir nicht, die Energiepreise in Deutschland sind nicht erst seit Februar diesen Jahres gestiegen. Schon lange vor der Eskalation in der Ukraine hatte Deutschland die höchsten Energiepreise weltweit. Laut einer Umfrage des DIHK befürchtete bereits Ende 2021 die Hälfte der deutschen Unternehmen den Verlust ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Stadtwerken und Kommunen steht heute das Wasser inzwischen bis zum Hals. Kreishandwerkerschaften warnen vor dem Kollaps und bei den Bürgern geht die Armut um. Abschläge für Gas von bis zu 1.000 Euro sind bereits Realität. Deutschlands Experiment Energiewende gerät jetzt völlig außer Kontrolle. Stabile Preise gibt es nur mit stabilen Energien. Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, müssen die teuren Gaskraftwerke ran. Ohne Gaskraftwerke keine Energiewende. Aber Erdgas ist jetzt durch die Embargo-Politik gegen Russland der teuerste Energierohstoff der Welt. Doch während US-amerikanische Fracking-Gasexporteure Milliarden Euro in Europa absahnen, stehen hierzulande Bürger, Wirtschaft und die Kommunen vor dem Ruin. Es bahnt sich aber ein vielleicht noch größeres Unheil an. Der Vorsitzende des Deutschen Städte- und Gemeindebundes warnt vor flächendeckenden Stromausfällen im kommenden Winter. Banken wappnen sich vor Stromausfällen. Selbst die regierungstreuen Staatsmedien geben Tipps zur Blackout-Vorsorge. Manche Innenministerien entwickeln dafür Katastrophenszenarios mit gewaltsamen Unruhen und Plünderungen. Teures Erdgas, schwankender Ökostrom und instabile Netze sind die Brandbomben im Gebälk unserer Energieversorgung. Und was sind nun die Antworten der Staatsregierung auf diese nie dagewesene Krise? Die Energiewende ist gescheitert, verkündet Herr Kretschmer. Und trotzdem soll es mit diesen gescheiterten Konzepten weitergehen. Ein Drittel der sächsischen Waldfläche für Windkraftanlagen. Ernsthaft? Hunderte Hektar große PV-Anlagen auf Landwirtschaftsflächen. Ernsthaft? Aber schauen wir auf die wichtigste grüne, in Sachsen schwarz-grüne Lösung für die Energieversorgung, die Windkraft. Nach seinem Amtsantritt verkündete Minister Günther 200 bis 250 neue Windräder bis 2024. Die Bilanz der sächsischen Afghanistan-Koalition spricht Bände. 2022 zwei neue Windräder, eins zurückgebaut. 2021 ein neues Windrad, 11 zurückgebaut. 2020 ganze 3 Windräder Nettozubau. Die Halbzeitbilanz Ihrer Koalition in Sachen Windkraft grenzt schon an Arbeitsverweigerung. Für eine derartige Nulllösung braucht Sachsen keinen grünen Energieminister. Nach 20 Jahren massiver Subventionierung tragen Wind- und Sonnenenergie in Sachsen nicht einmal 3% zum Energieaufkommen bei. Aber bereits in 8 Jahren sollen die Kohlekraftwerke vom Netz, die heute knapp 47% der Energie liefern. Jeder Grundschüler versteht, dass das nicht funktionieren kann. Sie erzählen Ihr Energiewende-Märchen und kennen offensichtlich nicht mal die amtlichen Energiedaten Ihres eigenen Ministeriums. Die Grünen tragen aber nicht die Hauptschuld an dem Rohrkrepierer Energiewende. Die Hauptschuld trägt die Merkel-CDU. Jahrelang wurde Energiepolitik mit der Abrissbirne betrieben. Kohleverbot, Atomverbot, Frackingverbot sind allesamt Verbote von CDU-geführten Bundesregierungen. Und wenn sich die CDU heute für die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken ausspricht, dann ist das mehr als scheinheilig. Ihre CDU-Kollegen waren es, die uns mit ihrem Atomausstieg erst in die jetzige Krise gebracht haben. Und auch Sie, Herr Kretschmer, haben 2011 als Bundestagsabgeordneter und CDU-Fraktionsvize für den Atomausstieg gestimmt. Ohne diesen Ausstieg 2011 wären heute noch 10 Kernkraftwerke am Netz. Wir hätten kein Energieproblem, wir könnten gewaltige Mengen Erdgas und Strom sparen. Der Strom wäre vor allen Dingen günstig und bezahlbar. Die Kernenergie war nie das Problem.
Die CDU-Verbotspolitik war und ist das Problem. Ohne Rücksicht auf Verluste wollte der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz schon Anfang dieses Jahres sogar Nord Stream 1 stilllegen. Im moralischen Übereifer und in transatlantischem Gehorsam werden Verbote beschlossen und gefordert, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, die das für die Bürger und für die deutsche Wirtschaft hat. Das Atom- und das Fracking-Verbot der CDU haben uns abhängig von billigem russischen Erdgas gemacht. Mit Windkraft und Photovoltaik haben sie Deutschland abhängig von China gemacht, denn 90% der Schlüsselrohstoffe für diese Energieanlagen kommen aus China. Und wenn der Taiwan-China-Konflikt zum Krieg wird, verhängen Ihre Parteien dann ein Embargo gegen diese Schlüsselrohstoffe aus China? Diese scheinmoralische Außenpolitik, für die die CDU heute genauso steht wie die grünen Deutschlandhasser, wird international belächelt. Das ist schlimm genug. Aber diese Scheinmoral bezahlen unsere Bürger mit dem Abstieg in die Armut und unsere Wirtschaft bezahlt es mit dem Ruin. Mit billiger russischer Energie Autofahren, Heizen, Produzieren und Exportieren, das war das Erfolgsmodell Deutschlands. Russische Energie war unser Wirtschaftsmotor, russische Energie war unser Wohlstandsgarant. Und das ist jetzt auf absehbare Zeit vorbei. Und nicht, weil Russland das so will, sondern weil Ihre Parteien das so wollen, auch Ihre Partei, Herr Kretschmer. Haben Sie wirklich geglaubt, dass Russland als Antwort auf den EU-Sanktionskrieg weiterhin Energie zu Niedrigstpreisen liefern wird? Bevor man einen Wirtschaftskrieg anzettelt, die Machthaber in Kiew finanziert und schwere Waffen liefert, bevor man sein Land zur Kriegspartei macht, muss man einen bezahlbaren Ersatz für die Energieimporte haben. Und den haben Sie nicht. Und so wird nun Gas zu Mondpreisen eingekauft, die die Bürger, die Kommunen und die Wirtschaft nicht mehr bezahlen können. Das ist eine Politik gegen die Interessen Deutschlands. Man ruiniert nicht die Zukunft des eigenen Landes für die bedingungslose Solidarität mit einem fremden, undemokratischen und korrupten Land. Warum unterstützt die Regierung Kretschmer Maßnahmen, die uns mehr schaden als Russland? Russland verzeichnet Rekordeinnahmen für Öl und Gas und füllt damit die Kriegskasse. Nicht trotz der Sanktionen, sondern durch die Sanktionen. Kein Menschenleben, kein Haus wird durch Ihre Sanktionspolitik gerettet. Und nicht Herr Putin setzte als erster Energie als Waffe ein. Es war die Bundesregierung, die mit Zustimmung der Ministerpräsidenten und Bundesländer glaubte, Russland mit einem Öl- und Gasembargo zu politischen Zugeständnissen zwingen zu können. Aus dem gewollten Wirtschaftskrieg gegen Russland scheint nun aber ein Wirtschaftskrieg gegen das eigene Land geworden zu sein. Was nützt es uns, wenn ein Kanzler, wenn Minister und Ministerpräsidenten den Amtseid zum Wohle des Volkes leisten und ihn dann aber nicht befolgen? Herr Kretschmer, auf einmal wollen Sie nun die Kernkraftwerke länger laufen lassen. Sie wollen Kohlestrom, Sie wollen den Ukraine-Krieg einfrieren. Das alles wäre dringend nötig. Die Alternative für Deutschland fordert das schon seit langem, auch hier im Sächsischen Landtag. Alle unsere Anträge dazu haben Ihre CDU-Kollegen und Sie, Herr Kretschmer, aber ausnahmslos abgelehnt. Ihr grüner Koalitionspartner macht das nämlich nicht mit, und das wissen Sie genau. Wollen Sie, Herr Kretschmer, die Zukunft unseres Landes allen Ernstes einer 8,6%-Partei überlassen? Sie haben sich dem Freistaat Sachsen verpflichtet und nicht der grünen Partei. Sehr geehrte Damen und Herren, heute darf es nicht nur darum gehen, mit Energiepreisdeckeln und Sofortzahlungen die größte Not zu lindern. Preissteigerungen im dreistelligen Milliardenbereich verkraftet kein Land ohne massive Wohlstandsverluste. Kein Staat kann diese Kosten auffangen und schon gar nicht dauerhaft. Alle Verantwortlichen müssen sich jetzt um die Beschaffung günstiger Energie kümmern. Aber bitte doch nicht mit den bereits gescheiterten Konzepten, doch nicht in den Windrädern in Wäldern und hunderte Hektar große Solaranlagen auf Feldern gebaut werden.
Bis zu einem Drittel der sächsischen Wälder wollen Sie nun mit Windkraftanlagen verschandeln. Erinnern Sie sich eigentlich noch, was Sie Ihren Wählern im Wahlkampf versprochen haben? Wissen Sie eigentlich noch, was in Ihrem Koalitionsvertrag steht? Keine Windkraft in sächsischen Wäldern. Gestern versprochen, heute gebrochen. Ist das die neue Handlungsmaxime von CDU und den Grünen? Volatile, nicht planbare Stromproduzenten wie Wind und Sonne sind nicht die Lösung, sondern die Ursachen für Strompreisexplosionen und die Blackout-Gefahr. Wind und Sonne brauchen Backup-Kraftwerke. Und egal, ob das Erdgas oder Wasserstoff ist, damit explodiert der Strompreis. Wind- und Sonnenstrom werden zu großen Teilen an der Börse gehandelt. Das treibt die Preise für die Stromproduzenten, für alle Stromproduzenten in die Höhe. Wer mit Wind und Sonne unsere selbstgemachte Energiekrise lösen will, der macht den Bock zum Gärtner. Der gießt Öl ins Feuer, der zeigt eigentlich nur seine komplette energiepolitische Inkompetenz. Wie wäre es, Herr Kretschmer, Herr Günther, wenn Sie öffentlichkeitswirksam nach Boxberg oder Lippendorf fahren würden und dort den Kohlekumpeln Ihren Dank aussprechen? Die retten nämlich gerade unsere Versorgungssicherheit. Wovor wir als Alternative für Deutschland seit Jahren warnen, wovor zahlreiche Ökonomen und Fachleute seit Jahren warnen, schlägt jetzt ein wie eine Bombe. Ihre Energiewende wird unbezahlbar. Unsere Versorgungssicherheit ist akut gefährdet. Unsere Blackout-Debatte hier im Sächsischen Landtag im Frühjahr wurde belächelt. Wir würden Prepper und Verschwörer bedienen, wir würden Angst schüren und die Gesellschaft spalten. Das haben Sie alle uns vorgeworfen. Sie haben unsere Anträge zur Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken abgelehnt. Jetzt fordern Sie es selbst. Und unsere Kritiker vom Frühjahr? Plötzlich warnen auch Merz, Söder und Co. vor einem Blackout. Sind Herr Merz und Herr Söder plötzlich zu Preppern geworden oder hängen Sie nur wie gewohnt Ihr Fähnchen in den politischen Wind? Warum nicht wie Ungarn, das ähnlich abhängig von russischer Energie ist wie Deutschland, eine Sonderregelung für russische Energieimporte erwirken? Fehlt Ihnen dafür die Souveränität oder fehlt Ihnen einfach nur das Rückgrat? Eine gute Zukunft für Sachsen wird es nur geben, wenn wir erstens das Energiewende-Experiment endlich beenden, zweitens, wenn wir alle Kohlekraftwerkskapazitäten nutzen und drittens, wenn wir die Laufzeitverlängerung und Reaktivierung aller einsatzbereiten Kernkraftwerke durchsetzen. Das alles wird aber nicht das akute Problem der aus dem Ruder gelaufenen Öl- und Gaspreise beseitigen. Mit teurem Öl aus Saudi-Arabien und teurem Gas aus Katar wird sich ein Großteil der Industrie aus Deutschland zurückziehen müssen. Schlicht und einfach deshalb, weil Deutschland dann mit Standorten wie Ungarn, wie der Türkei oder China nicht mehr konkurrieren kann. Wenn wir als politisch Verantwortliche die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Sachsen erhalten wollen, wenn wir die rapide Verarmung eines Großteils unserer sächsischen Bürger verhindern wollen, dann gibt es nur eine richtige Lösung: die umgehende Beendigung der kontraproduktiven Wirtschaftssanktionen gegen Russland und die Öffnung der Gastrasse Nord Stream 2. Tun wir das Richtige für unser Land. Vielen Dank. Als nächstes, nach der AfD-Fraktion, jetzt hören wir in der Aussprache jetzt die CDU-Fraktion. Sie ist vertreten durch Herrn Kollegen von Breitenbuch. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Titel der Regierungserklärung ist vielversprechend, nämlich eine gute Zukunft für den Freistaat Sachsen sichern zu wollen. Darin sind wir uns, Herr Günther, einig. Um es klar und deutlich zu sagen, für uns als CDU gilt der aktuelle Kohlekompromiss mit dem Ausstiegsdatum 2038. Außerdem,
Außerdem ist das Energie- und Klimaprogramm aus dem Jahr 2021 die Grundlage von Energiepolitik und Klimaschutz im Land. Beides sind die Leitplanken unseres politischen Handelns in unserer Koalitionsarbeit. Dafür ist uns die Staatsregierung verantwortlich. Die Grundlage der sächsischen Energieversorgung bildet weiterhin das etablierte Zieldreieck aus Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit sowie Klima- und Umweltverträglichkeit. Daraus ergeben sich für uns 6 zentrale energie- und klimapolitische Strategien, die alle im EKP auch dargelegt sind. Diese sind bis heute vereinbart und gültig. Erstens die Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz. Zweitens der Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien. Drittens die Aufrechterhaltung des hohen Niveaus der Versorgungssicherheit. Viertens die Beförderung einer zunehmenden Sektorkopplung. Fünftens die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Und sechstens der Ausbau von Wissen und Wissenstransfer. Das alles gilt bis heute. Aber handeln Sie danach? Handeln Sie als Energieministerium entsprechend unseres EKP in der gesamten Breite, die hier von uns gemeinsam vorgesehen ist. Aufgrund des Krieges in der Ukraine stehen wir seit dem 24. Februar in einer schwierigen Situation, die genau die Themen der Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit ins Zentrum unserer Überlegungen stellen muss. Und bei allen mittel- und langfristigen Vorstellungen ist jetzt das Heute und das unmittelbare Morgen, die kurzfristige Not der viel zu hohen Preise, in den Mittelpunkt gerückt. Zur Erläuterung. Wir in Deutschland haben einen Energiebedarf von über 3.000 Terawattstunden. Von dem werden 1.000 Terawattstunden durch den Energieträger Gas gedeckt, also ein Drittel. 50%, das heißt 500 Terawattstunden, davon sind russisches Gas und fallen sofort durch Sanktionen und Einstellung der Gaslieferungen weg. Gleichzeitig trifft uns ein Strommangel aus Frankreich und die Lieferprobleme der Kohle auf der Rheinschiene. Gasmangel wie Strommangel, das ist die Realität. Die Preise spiegeln das auch wider. Was macht das im Land? Und wie aktuell ist vor dieser Lage diese Regierungserklärung? Was ist die heutige Botschaft von dem zuständigen Fachminister, der über seine grüne Partei beste Beziehungen zu den entsprechenden Fachministern für Wirtschaft, für Umwelt, für Landwirtschaft in Berlin hat? Und der als stellvertretender Ministerpräsident in Sachsen eine große Gesamtverantwortung in diesen Zeiten mitträgt. Was ist die Botschaft Ihres Hauses mit dieser Regierungserklärung, wo die Menschen, die Wirtschaft, das ganze Land in eigentlich jeder Lebenslage, und Sie haben das auch so deutlich gesagt, vor Augen haben, dass ein 5- oder 10-facher Strom- oder Gaspreis in Ihrem Geldbeutel zur Pleite führen muss? Ich werde als Politiker oft auf die Energiekrise angesprochen. Beim Bäcker, beim Tanken, beim Helfertag oder auch gestern beim parlamentarischen Abend des Sächsischen Handwerks. Die nackte Angst, und ich wiederhole, die nackte Angst ist im Land spürbar. Die nackte Angst nach vielen Jahren des Aufbaus, der Anstrengungen, des aufgebauten Wohlstands, diesen wieder zu verlieren. Und Menschen ausgeliefert zu sein, die wohl fernab von diesen Nöten, von diesen aktuellen Realitäten sind, wie die peinlichen Aussagen zum Thema Insolvenz von Herrn Habeck bei Frau Maischberger allen vor Augen geführt haben. Tut was, das kann nicht so bleiben. Das höre ich immer wieder. Deshalb als klare Ansage. Sie haben heute mit Ihrer Regierungserklärung das Thema verwässert, und das finden wir nicht in Ordnung. Sie hätten kurz und knapp nämlich den Menschen klaren Wein für ihre Zukunft einschenken müssen, darstellen, welche Prioritäten jetzt nötig sind und letztendlich auch die Preise, was haben die Handwerker gestern auch angesprochen, wann sinken endlich die Preise. Das ist der Kernpunkt der gesamten Wohlstandsfrage. Stattdessen ist es wie mit der Hochglanzbroschüre Ihres Ministeriums zur Halbzeitbilanz. Die sächsische Lebenswirklichkeit in Feld und Flur, im Wald und in den Städten, in der Energiewirtschaft gar, kommen bildlich und auch im Text nicht vor.
Insofern ist es heute ungewöhnlich, dass die CDU-Fraktion hier heute nicht die Regierungserklärung unterstützt und inhaltlich ergänzt. Aus Rücksicht nicht auf die Koalition, sondern auch auf Rücksicht auf die Menschen im Land. Weil wir wissen und weil wir es spüren und weil wir es von überall her hören, wie unsensibel, wie kalt und rücksichtslos, wie hoffnungslos diese Ausführungen heute sind und rüberkommen. Anstatt wie unser Ministerpräsident die Dinge beim Namen zu nennen, Lösungskorridore aufzuzeigen oder aufzustoßen, auch nicht. Ich möchte es wiederholen. Anstatt wie unser Ministerpräsident die Dinge beim Namen zu nennen, Lösungskorridore aufzuzeigen oder aufzustoßen, auch nicht immer fachlich oder politisch korrekt, versuchen Sie, die Entscheidungen der Ampel seit Februar zu überdecken und hier zu überspielen. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wird das jetzt schon werden? Nein, die Realitäten sehen anders aus und verlangen politische Maßnahmen. Davon möchte ich eine nennen. Und die erste ist zentral. Eine Neubewertung des zeitlich beschlossenen Ausstiegs aus der Atom- und Kohleversorgung, Verstromung, vielleicht ja schon 2030, wie Sie es ja teilweise planen, ist zumindest für die nächste Zeit unumgänglich. Wir brauchen jetzt die Kohle, sagen Sie das doch deutlich. Anstatt wie in Ihrem letzten Facebook-Post die Wasserproblematik der Lausitz, as usual, wichtig zu nehmen. Die ist auch zweifellos wichtig. Aber es ist die Frage, was sind jetzt die Prioritäten? Und ja, wir brauchen parallel zum auch den Umstieg auf alternative Energien. Sie haben die Forderung beim Energiegipfel in der Staatskanzlei doch, wie ich aber vernommen, das Stromangebot muss hoch. Strom aus Kohle, Strom aus Kernenergie, Strom aus PV, Wind, Biogas und was sonst noch als Dynamo ins Wasser gehalten werden kann. Denn nur so ist der hohe Strompreis und Gaspreis abzusenken, der nicht nur unsere Wirtschaft, nicht nur unseren Staat, sondern jeden Haushalt verarmen lässt. Der zweite Punkt. Deckel- und Preisobergrenzen müssen reinkommen. Kontingente für normale Verbraucher und Betriebe müssen wir finden. Die Preisbildung in der Planwirtschaft des EEG ist grandios gescheitert. Es muss dringend geändert werden. Steuern auf Energie, direkte Steuern und Verteuerung auf Energie müssen gesenkt werden. Ein Härtefonds muss eingerichtet werden. Rettungsschirme für Stadtwerke und Versorger müssen wir aufspannen, den Brennstoffwechsel erleichtern, Speicherkraftwerke endlich ans Netz bringen. Niederwarta ist da. Warum läuft es noch nicht? So, überhaupt die Speicher und die Netze ausbauen und vielleicht auch grenzübergreifend endlich mal wieder fair miteinander zu arbeiten, anstatt den Polen mit Turow oder den Tschechen mit der Elbschifffahrt immer wieder arrogant entgegenzutreten. Wir brauchen hier einen anderen Umgang miteinander, auch mit unseren unmittelbaren Nachbarn. Gestatten Sie eine Zwischenfrage. Bitte, Kollege Pallas. Bitte, ja. Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Danke, Herr von Breitenbuch. Sie haben in Ihrer Rede soeben das Pumpspeicherwerk Niederwarta angesprochen und die Frage aufgeworfen, warum es noch nichts am Netz ist. Ist Ihnen bekannt, dass weite Teile der darin mal befindlichen Technik ausgebaut wurden und aus diesem Grund dieses Pumpspeicherwerk nicht ohne weiteres ans Netz gebracht werden kann? Und fänden Sie es weiterhin richtig, hier mit korrekten Fakten zu arbeiten und nicht nur Andeutungen zu machen, Herr von Breitenbuch? Herr Pallas, der korrekte Sachverhalt ist doch, obwohl wir die ganze Zeit von Speichern sprechen in diesem Land, dass das das Wichtige für die Energiewende ist, kriegen wir es nicht fertig, ein Anreizsystem zu schaffen, dass dieses Niederwarta floriert. Das ist doch das Problem. Das ist doch. Und das haben wir doch von dieser Stelle, Lars Rover war bisher hier der energiepolitische Sprecher, immer wieder in dieser Deutlichkeit angesprochen. Das Anreizsystem hat doch bis heute nicht funktioniert. Kollege, gestatten Sie eine weitere. Ich glaube, beim Thema Frau Kollegin, beim Thema Speicher sind wir doch alle einig. Wir brauchen sie für die Energiewende. Da gab es doch noch nie hier bei uns irgendeinen Widerspruch. Gestatten Sie
Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Böhme. Kollege von Breitenbuch. Ja, bitte. Na klar. Bitte. Na klar. Bitte. Ich würde auch bei dem Pumpspeicherkraftwerk nochmal bleiben, denn selbst wenn es denn technisch funktionieren würde, ist Ihnen bewusst, dass es trotzdem marktwirtschaftlich gerade nicht funktioniert, weil die CDU-Bundesregierung dafür gesorgt hat, dass genau solche Speicherkraftwerke nicht wirtschaftlich betrieben werden können durch bestimmte Gesetze. Die Grünen haben das zwar auch noch nicht korrigiert innerhalb eines Jahres, aber ist Ihnen bekannt, dass Sie als CDU-Bundesregierung dafür verantwortlich sind, dass solche Netze nicht, solche Speicherkraftwerke nicht am Netz sind? Lieber Herr Böhme, die CDU hat über 16 Jahre mit Frau Merkel regiert, das ist richtig. Vielen Illusionen, die sich dieses Land gemacht hat, sind auch wir aufgesessen, überhaupt keine Frage. Das ist auch deutlich beim Bundesparteitag vor einer guten Woche deutlich gesagt worden. So, und wir versuchen, wie das gesamte Land entsprechend hier zu korrigieren, auch bei uns. Trotzdem haben wir in dieser Zeit auch nicht alleine regiert. So, und wir saßen da zusammen zusammen in einem Boot. Und zur Ehrlichkeit gehört, dass neben der SPD als Koalitionspartner über 8 Jahre auch die Grünen mit einem Staatssekretär im Umweltministerium die ganze Zeit mit präsent waren, geschweige denn über den Bundesrat entsprechend Einfluss hatten. Ich möchte es nur erklären, ich möchte dafür nichts entschuldigen, ich möchte nur erklären, wie wir ehrlich miteinander umgehen, wenn wir das Boot, was die letzten Jahre gerudert ist, hier betrachten. So. Fahren Sie bitte fort, Kollege. Der Versuch, die Energiewende jetzt im Zeitraffer mit hohen Preisen zu pushen, geht eben nach hinten los. Es gab ja immer eine gewisse positive Sicht auf die Dinge, dass die hohen Preise dann auch entsprechend funktionieren. Aber das ist so nicht möglich. Das geht jetzt auf Kosten der Privathaushalte und der Wirtschaft. Und das gefährdet den Wohlstand des Staates und die Stabilität unserer Demokratie. Eine galoppierende Inflation und immer neue Rekorde bei den Energiepreisen nehmen den Menschen die Kraft und den Mut. Das ist beängstigend. Ein Energieland wie Sachsen und die Bundesrepublik Deutschland kann nur mit Energiesicherheit und Bezahlbarkeit funktionieren. Hier ist die Ampel-Bundesregierung in der Verantwortung, diese Probleme zu lösen. Aber auch innerhalb von mehr als 6 Monaten ist es immer noch nicht gelungen, mit den Ländern ein abgestimmtes Konzept zu erarbeiten. Varianten zu erarbeiten, wie geht man mit dieser Krise um? Und man hätte ja davon ausgehen können, dass eben null Menge an Gas kommt. Das wäre ja zumindest eine Variante gewesen, auf die man sich hätte auch in Mitteleuropa einstellen müssen. Oder gar einen belastbaren volkswirtschaftlichen Weg aus dieser Energiekrise für Bürger und Wirtschaft aufzuzeigen. Und zwar dabei die Länder und die Ministerpräsidenten mit einzubeziehen. Auch das ist ja eine große Kritik. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie viele grüne Minister in dieser Energieministerkonferenz sitzen. Aber es geht ja um letztendlich die Verständigung insgesamt und die Symbolik, die wir in Corona hinbekommen haben, mit den Ländern, mit den Ministerpräsidenten hier die Dinge zu klären. Das ist ja bis heute nicht erfolgt, weil die Ampel anscheinend das kräftemäßig nicht kann. So. Und was machen wir da? Wie fördern wir letztendlich die Einbeziehung der Länder auch in diese große Situation? Deutschland und Europa steuern auf eine Rezession zu. Das wurde gestern in der Anhörung im Haushalts- und Finanzausschuss deutlich gesagt. Vergleichbare Situationen wurden in der Vergangenheit nur mit Hilfe einer starken Wirtschaft gemeistert. Damit Branchen wie die energieintensiven Industrien auch dieses Mal ihren Beitrag dazu leisten können, ist eine kurzfristige Stabilisierung des Gas- und Strommarktes für die Unternehmen existenziell. Die Energiewende, so wie sie jetzt maßgeblicher auch von Ihnen, sprich im Agora und solchen Thinktanks, über viele Jahre konzipiert worden sind, nämlich mit der Brückentechnologie Gas, scheitern vor aller Augen. Das Erzwingen, und so aus Ihrer Regierungserklärung kann man das entnehmen, bringt nichts. Und dagegen, das ist der Punkt, wogegen wir uns wehren. Wir wollen hier die offene Diskussion, auch deswegen hier diese offene Aussprache hier auf dieser Bühne, weil einem sonst nämlich Himmelangst wird. Ich komme zurück aufs EKP. Das ist eigentlich ein kluger Handlungsrahmen, den wir uns alle gemeinsam in dieser Koalition gestellt haben. Und es ist schade, dass ich heute daran noch mal so deutlich erinnern muss.
In unserem EKP geht es nämlich darum, unabhängiger von weltweiten Einkauf von Energie zu kommen, dabei auch unter Umständen berechenbar und verlässlich den Ausbau der erneuerbaren Energie voranzubringen. In der vergangenen Woche fand der zweite Wasserstoffkongress statt. Ein Verbundsystem an Unternehmen erläuterte, was technologisch möglich ist und forderte uns als Politik auf, den Rahmen zu schaffen. Leider sprach Staatssekretär Lippold vom Festhalten an der Wasserstofferzeugung mittels Erdgases. Kein Wort über die Regenerativen, die da eigentlich nötig sind, nämlich auf grünen Wasserstoff zu kommen. Kein Wort über Projekte von DHL, der Midgas und der hervorragenden Anbindung unseres westsächsischen Industrie- und Kraftwerkstandortes mit einer wasserstofffähigen Pipeline. Die Möglichkeiten der Umsetzung scheinen unendlich, aber dafür müssten Sie aus Ihrer Ideologieblase herauskommen, nicht auf die anderen zeigen, sondern letztendlich endlich umsetzen und selbst gestalten. Die Region Leipzig, gerade bei uns, zeigt doch gerade, wie gut das in der Verbindung miteinander funktioniert. Wir erleben hier eine Art, die Akteure gegeneinander ausspielt, und das blockiert die Umsetzung. Ich habe das ja schon beim Thema Wolf, beim Thema Landwirtschaft in dieser Art erlebt, über lange, lange Zeit. Und wir erleben es jetzt in jedem Haushalt, eben mit den Energiepreisen bei allen. Und das wird so nicht funktionieren. Die Energiewende ist nämlich bei der Bevölkerung aufgrund der Preise auch und der Situation, was kann langfristig laufen, in vollem Gange. Die Leute sind doch gar nicht so, dass sie letztendlich davon Abstand nehmen. Aber wenn wir gerade Ihnen jetzt in diesen Zeiten nicht helfen, dass Geld wieder ins Portemonnaie kommt oder dort bleibt, dann wird auch der Privatanteil des Ausbaus der erneuerbaren Energien nicht funktionieren. Stattdessen gibt es Hinweise aus der Bevölkerung, die abgeschlagen werden. Es gibt Anmaßen und verfehlte Situationen im Ton. Und das ärgert uns, weil wir müssen hier sensibel mit dieser Demokratie und diesem Staatswesen in diesen Zeiten umgehen. Wie wichtig Klimaschutz ist, und das will ich am Ende hier noch mal ganz deutlich betonen, das weiß ich selbst. Sie werden verstehen, wie sehr mir die Trockenheit des letzten Jahres als Landwirt und Waldbesitzer in die Knochen gefahren ist. Und wissen Sie aber, wie das Ganze hier auf mich wirkt? Das Haus brennt, doch statt zu löschen, machen wir uns Gedanken über eine neue Ökoheizung, die wir aber sicher auch brauchen. Das möchte ich nicht in Rede stellen. Für viele Menschen geht es um die Existenz. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, wie wir letztendlich hier zu niedrigen Preisen kommen. Die Nutzung von Kohle und Kernenergie gehören für uns in nächster Zeit dazu. Dazu kann man sich bekennen. Und dieses Bekenntnis dazu erwarten wir auch von unserer Staatsregierung und von dem zuständigen Fachminister hier. Herzlichen Dank. Jetzt war ganz schnell zu Ende die Zwischenfrage. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, Herr Kollege. Also die Zwischenfrage würde ich nutzen, ja. Nee, Zwischenfrage geht nicht. Kurzintervention, eine Kurzintervention. Aber ich darf Sie ja gar nicht darauf hinweisen. Dann bitte, was ist Ihr Begehr? Meine Kurzintervention an der Stelle bitte, war, ich würde gerne die Denkweise vom Kollegen von Breitenbuch nachvollziehen wollen, weil ich es nicht ganz nachvollziehen kann, wie man auf der einen Seite sozusagen als Landwirt feststellt, dass die Klimakrise und die Trockenheit in die eigene Haut fährt und dann auf der anderen Seite sich hinstellt und sagt, man möchte jetzt unbedingt die Braunkohle wieder fördern und den Klimaschutz da hinten anstellen. Das kann ich nicht nachvollziehen. So, das war eine Kurzintervention von Kollegen Gerber, Dr. Gerber, Entschuldigung, sie bezog sich auf den Redebeitrag von Herrn Kollegen von Breitenbuch, und der reagiert jetzt prompt. Lieber Herr Dr. Gerber, Sie unterschätzen mein Abstraktionsvermögen. Es gibt zwei verschiedene Ebenen. Wir haben hier eine Gesamtsicht auf ein Land, was über viele Jahrhunderte in eine Richtung gelaufen ist in seinen Strukturen, und was wir selbstverständlich anpassen und umbauen müssen. Was das für eine gewaltige Generationenaufgabe aber ist, mit allen Menschen, mit ihrer Lebenssituation, hier diesen Umbau hinzubekommen, darüber habe ich mir nie Illusionen gemacht, wie ernst das ist. Und als ich 2009 hier das erste Mal energiepolitischer Sprecher wurde, hat mir Ihr Kollege Lichti damals entgegengehalten, 2020 haben wir 100% erneuerbare Energien. Und wie weit wir davon entfernt sind bis heute, weil das eben auch eine Generationsaufgabe, ist, in allen Hakeleien, die wir hier im Plenarsaal auch miteinander haben,
Wie gesagt, das ist letztendlich Kern der Sache. Es ist eine Generationenaufgabe. Wir dürfen die Menschen nicht überfordern, weil solche Krisen, wie wir sie jetzt erleben, natürlich auch diesen guten Plan, den wir vielleicht alle zusammen mal hatten, eben auch komplett über den Haufen werfen kann. Und das muss man wissen und das muss man einkalkulieren. Deswegen war uns immer die grundlastfähige Braunkohle hier wichtig. Wir haben die auch hier immer ins Feld geführt, wurden dafür verlacht, verachtet etc. Ich habe das alles erlebt von vielen klugen Leuten. Zurzeit müssen wir dankbar sein, dass wir diese einheimische Braunkohle- und Energieversorgung haben. Danke. Wir fahren jetzt fort in der Aussprache und für die Fraktion Die Linke spricht jetzt zu uns Kollege Böhme. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben es ja gerade mit einer Krisenlage zu tun, die wir alle so noch nicht erlebt haben. Wir haben eine Klimakrise, die unaufhaltbar fortschreitet. Wir hatten eine Pandemie oder haben eine Pandemie, die unser gesellschaftliches Leben zeitweise ziemlich lahmgelegt hat. Und wir haben jetzt gerade eine Energiepreiskrise, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht erlebt haben. Und in so einer Situation kann ich natürlich auch mal nachvollziehen, dass es im politischen Geschäft und auch innerhalb einer Koalition mal drunter und drüber gehen kann. Aber das kann kein Dauerzustand sein. Das ist nicht der Anspruch an Politik. Und gerade auch in Krisenzeiten erwarten die Menschen, dass wir als Gesetzgeberin, aber auch eine Regierung sich um die Menschen kümmert und alles dafür tut, um Krisenfolgen abzumildern und eine soziale Stabilität in diesem Land aufrechtzuerhalten. Und dafür muss man auch kein Linker sein. Da reicht es, wenn man Demokrat ist, meine Damen und Herren. Zur aktuellen Energiepreiskrise haben wir als Linksfraktion Ihnen immer wieder verschiedene Anträge und Vorschläge hier gemacht. Das erste Mal im letzten Jahr Oktober, also lange Zeit vor der erneuten Invasion Russlands in die Ukraine. Wir legen Ihnen morgen den vierten Antrag vor, den wir hier im Plenum behandeln wollen, wo es speziell um Privathaushalte geht, die wir schützen wollen. Viele weitere Maßnahmen sind wichtig. Unsere kommunalen Betriebe zum Beispiel, also von der Schwimmhalle bis zum Friedhof, haben auch massive Probleme und auch die mittelständige Wirtschaft braucht Hilfe, weil auch da gerade in Größenordnung einiges auf dem Spiel steht. Es braucht da entschiedene Maßnahmen, aber das, was wir hier erleben, ist ja auch eine Krise des Kapitalismus, eine Krise des freien Marktes, eine Krise der Deregulierung und letztlich auch eine gewaltige gesellschaftliche Krise. Und das anzusprechen, fällt mir hier nicht schwer, auch wenn Sie da wieder abwinken. Aber was Sie, denke ich, trotzdem alle erkennen müssen oder auch werden, ist natürlich, dass der Staat hier nicht gerade darum herumkommt, dass wir hier auch staatlich eingreifen müssen. Es braucht nämlich Eingriffe, es braucht Schutzstürme für die Menschen, aber auch für die Unternehmen. Was ich aber nicht erkenne in der letzten Zeit ist, dass wirklich auch diese Mechanismen hier gezogen werden, dass also auch eine Landesregierung wirklich handelt. Andere Bundesländer gehen da schon aktiver voran. Bremen zum Beispiel hat vor kurzem erst einen Preisdeckel eingeführt für Strom und Wärme. Berlin hat gerade eigenes Landesgeld und über 360 Millionen Euro für einen landeseigenen Energiefonds beschlossen, um seine eigenen kommunalen Unternehmen zu retten. Dort soll es auch ein Verbot von Strom- und Gassperren geben. Und was machen wir hier in Sachsen? Es gibt einen Dauerstreit der Koalition, den man gerade par excellence noch mal sehen konnte. Man erlebt eine Handlungsunfähigkeit der sächsischen Regierung sondergleichen. Und dazu gehören auch Sie, Herr Breitenbuch, wenn ich das hier noch mal anmerken darf. Und die Koalition schaut, wenn überhaupt, nur auf den Bund. Also Sie kritisieren die Bundesregierung und vergessen völlig, dass Sie hier selbst im Freistaat regieren und natürlich es eigene Lösungen auch braucht, die hier umgesetzt werden können. Ich hatte gerade ein paar Beispiele genannt. Währenddessen schwafeln die Rechtsradikalen und die Konservativen. Ja, Herr von Breitenbuch. Gestatten Sie eine Zwischenfrage. Ich muss das. Ja, Kollege Böhme, muss ich das. Und Sie gestatten also. Bitte. Herr Böhme, bei dem Energiegipfel in der Staatskanzlei des Ministerpräsidenten wurde deutlich, dass wir also bisher 2,5 Milliarden Euro für Energie insgesamt für unser Leben hier ausgegeben haben. Und das ist jetzt, wenn es sich verzehnfacht, letztendlich eine Summe ist, die alles sächsische Handeln letztendlich in klare Grenzen setzt. Sie kennen unseren Landeshaushalt, Sie wissen, was da möglich ist und was nicht. Insofern ist unsere bisherige Stoßrichtung auch der Bund, weil auch der Bund mit seiner ganz anderen Wirtschaftskraft auch anderer Bundesländer letztendlich hier breitere Schultern hat. So, das ist deswegen dieser Antritt in Richtung Berlin, weil diese Dimension übersteigt hier vieles, was wir könnten, gerade in dem Bereich insgesamt die Strompreise zu senken. Was war das jetzt, eine Frage? Kollege von Breitenbuch,
Geben Sie mir recht. Kollege von Breitenbuch, die Frage muss... Sehen Sie das auch so? Wie bitte? Ob ich das auch so sehe, Herr Sehen Böhme? Sie das auch so, Herr Böhme? Sie zustimmen, Herr Kollege. Also ich sehe natürlich, dass eine gewaltige Aufgabe vom Bund geleistet werden muss, weil natürlich die meiste Finanzierung und die meisten Regelungen auf Bundesebene geschaffen werden müssen, natürlich. Aber ich hatte Ihnen ja auch gerade Beispiele aus anderen Bundesländern genannt. Und gerade wenn der Bund nicht handelt, müssen wir uns doch zumindest für unsere eigenen Stadtwerke zum Beispiel Gedanken machen. Und die Größenordnung an Geldzahlungen, die Sie gerade genannt hatten, sind ja auch auf Spekulation zurückzuführen. Es sind ja nicht die realen Nachfrage- und Angebotspreise. Das heißt, auch hier sollte man und könnte man über staatliche Maßnahmen dafür sorgen, dass wirklich auch der reale Preis am Ende bezahlt wird. Wir können natürlich auch dafür sorgen, dass vor allem die ärmeren Menschen in unserer Gesellschaft von dieser Krise überhaupt überleben können. Auch da kann ein Freistaat Sachsen was mitmachen. Und als letzter Satz zu Ihrer Frage. Wir haben mal 6 Milliarden Kreditsonderermächtigungen uns vor 2 Jahren gegeben wegen der Corona-Pandemie. Wenn ich mir gerade richtig im Kopf bin, sind es 3,5 bis 4 Milliarden davon gerade verplant oder ausgegeben. Das heißt, theoretisch könnte der Freistaat in dieser existenziellen Krise für diesen Haushalt noch extra Geld in die Hand nehmen. Doch das hat er nicht. Dieser Haushalt tut ja so, als ob es überhaupt gar keine Energiepreiskrise gibt. Und das ist ein Problem, was wir auch kritisieren. Sachsen hat Geld. Sachsen ist eines der wohlhabendsten Länder in dieser Republik. Das erzählen Sie ständig selber. Und dann sollten wir auch das Geld investieren, um die Menschen und Unternehmen zu retten, meine Damen und Herren. Ich fahre fort in meiner Rede, denn während der ganzen Debatte schwafeln die Rechtsradikalen, aber auch die Konservativen die ganze Zeit, dass wir mehr Atomkraft brauchen in Deutschland oder sogar in Sachsen, obwohl wir gerade in Frankreich sehen, dass diese Technologie unheimlich viel kostet und auch andere Folgen verursacht und nicht mal funktioniert, wenn man sie braucht. Und vor allem, sie erzeugt nicht eine Kilowattstunde Wärme. Aber genau Wärme brauchen wir. Wir haben nicht das Stromproblem. Wir sparen gerade Strom in Deutschland, weil wir europamäßig den Strommarkt auch wegen Frankreich retten müssen, weil es dort eine verfehlte Energiepolitik auch mit Atomkraft gibt. Und Herr Kretschmer erzählt dann gleichzeitig, dass die Energiewende in Deutschland gescheitert sei, obwohl es seine Partei im Bund und im Land war, die alles dafür getan hat, dass eben der Ausbau der erneuerbaren Energien gestockt ist bzw. unterlassen wurde und auch Sachsen vor allem das Schlusslicht beim Ausbau erneuerbarer Energien ist. Und dafür sollten Sie sich schämen, Herr Kretschmer und auch Herr Breitenbuch. Und auch Herr Günther, Sie hatten gerade das EKP angesprochen. Das ist schön und gut, dass es das gibt. Auch, dass es eine Wasserstoffstrategie gibt, ist schön und gut. Aber konkrete Maßnahmen, wirklich finale Ziele mit Handlungsaufforderungen, Finanzierungsvorschlägen oder sogar beschlossenen Finanzierungsmodellen in einem Haushalt, das gibt es noch nicht. Es gibt ja noch nicht mal ein Maßnahmeprogramm für das EKP, für das Energie- und Klimaschutzprogramm. Darauf wartet man jetzt fast schon 2 Jahre. Das ist doch ein Grundproblem, dass hier also dahingehend auch nichts passiert. Und bei der aktuellen Energiepreiskrise finde ich auch die Position der Bundesgrünen ziemlich frech, muss ich sagen, die im Grunde genommen ja wegschauen, dass es über 15 Millionen Menschen gibt, die in Armut leben und nichts einsparen können. Und stattdessen werden eben Waschtipps gegeben oder es wird eine zusätzliche Gasumlage durchgesetzt, die also neben dem freien Markt nochmal staatlich gesehen die Preise nach oben treibt. Das ist doch keine Politik für die Menschen, das ist eine Politik für die Konzerne, meine Damen und Herren, und das lehnen wir ab. Und auch den Schwachsinn der AfD, den wir gerade hören mussten, dass also Nord Stream 2 geöffnet werden muss und das doch dann die Energiekrise lösen könnte. Also nochmal, Nord Stream 1 gibt es und auch die Jamal-Leitung gibt es und auch die Transgas-Leitung gibt es. Die funktionieren, es wird nur kein Gas geliefert. Da hilft also keine vierte Leitung, die dann auf einmal hier die Rettung hergeben wird. Und jetzt sagen Sie wahrscheinlich, die Russen liefern deswegen nicht, weil es eben Sanktionen gibt. Übrigens keine Gassanktionen, aber es gibt Sanktionen. Dann frage ich Sie zurück, sind Sie eigentlich das Sprachrohr des Kremls? Denn natürlich muss Europa oder kann Europa nicht einfach wegschauen, wenn russische Soldaten und Söldner Menschen töten, vergewaltigen und ganze Städte zerbomben. Da braucht es doch natürlich eine Reaktion aus Europa und die gab es auch. Wir als Linke sind nicht dafür, uns militärisch dort einzumischen. Aber wir sind natürlich dafür, nicht wegzuschauen und dem russischen Oligarchensystem und dem putinschen Regime auch etwas entgegenzusetzen, in dem Fall mit Sanktionen, die genau diese Leute treffen soll. Und das passiert auch und dafür stehen wir auch, meine Damen und Herren. Zusammenfassend möchte ich noch mal zurückkommen. Es braucht also dringend einen
Energiepreisdeckel und es braucht doch eine Übergewinnsteuer, mit der wir das finanzieren können. Es braucht wieder eine Energiepreisaufsicht, es braucht einen Rettungsschirm für die Kommunen und es braucht auch einen Investitionsschub für die erneuerbaren Energien. Genau dafür stehen wir und wir hoffen, dass Sie auch endlich zur Einsicht kommen in der Koalition und daran sich wieder orientieren, meine Damen und Herren. Und die Grünen-Fraktion, bitte, Herr Dr. Gerber. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vielleicht am Anfang noch mal, Herr Kollege Böhme hat es gerade schon gesagt, das ist hier mehrmals von Herrn Breitenbuch und auch von Herrn Orban falsch dargestellt worden, es gibt aktuell keine Sanktionen aus Russland auf Gas, das ist ausschließlich ein Vertragsbruch auf russischer Seite, der dazu führt, dass alle Pipelines leer bleiben. Zweitens, die Ausführungen von Herrn von Breitenbuch zur Rede vom Herrn Staatsminister Günther haben mich schon sehr gewundert, gerade was die Art und Weise, die da angegriffen wurde, hat mich sehr irritiert, weil sie wurden ja vom Blatt abgelesen. Also muss vorher schon klar gewesen sein, was man hier kritisieren würde. Und die Punkte zur Wasserstoffwirtschaft habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Die sind hier einfach klar und deutlich geworden. Und ich war auch letzte Woche bei diesem Wasserstoffkongress. Ich habe da von der CDU niemand gesehen. Genau, CETA-Opferumkehr, die Herr Orban hier angeführt hat, brauchen wir auch nicht. Es war nicht die Europäische Union und nicht die Bundesregierung, die hier diesen Krieg losgebrochen hat. Das war eindeutig Putin. So, kommen wir zur Energiewende und wie wir die in Sachsen gestalten und beschleunigen können. Denn Fakt ist eins, wer nicht handelt, der wird gestaltet. Und aktuell ist die Energiewende eher ein Randthema. Die viel drängendere Frage sind, oder die viel drängenden Fragestellungen sind die Gas- und die Energiepreiskrise und die Sicherung der Versorgungssicherheit in den kommenden Monaten. Selbstverständlich ist das nur die deutsche bzw. die europäische Perspektive. Denn während wir hier Euros und Kilowattstunden zählen, zählt man in der Ukraine die Toten in den Massengräbern. Die Energiewende und die Energiepreiskrise haben sich überlagert und werden jetzt hier offensichtlich gegeneinander ausgespielt. Das kann ich nur ablehnen. Niemand ist geholfen, wenn jetzt hier der energiepolitische Rollback herbeigeredet wird. Nach dem Lösen der aktuellen Probleme trifft uns dann die Klimakrise nur umso härter. Und diese Zusammenhänge zwischen der globalpolitischen Lage, dem Energie- und Wirtschaftssystem Europas und den sozialen Auswirkungen der aktuellen Situation sind wahnsinnig komplex. Und da finde ich es schon wirklich erstaunlich, mit welchen einfachen Lösungen hier teilweise auf die Krise reagiert wird. Ich habe da mal ein kleines Best-of zusammengestellt. Also wir haben Nord Stream 1 soll mit leeren Speichern im März abgedreht werden. Nord Stream 2, Herr Böhm hat es gesagt, soll aufgedreht werden. Dann haben wir die vierte Pipeline mit 0 Kubikmetern pro Tag Gas. Man könne auch, der Vorschlag kam ja auch, komplett auf die Verstromung von Gas verzichten. Dann haben wir sofort den Blackout in Europa. Sparen wäre keine Lösung des Problems. Völliger Quatsch. Ja, das marktwirtschaftliche Grundlagen, die da dagegen stehen. Und Sanktionen müssten irgendwie abgebaut werden, weil es ja da, obwohl es da kein Gas für gibt. So, ich erinnere an dieser Stelle übrigens auch nochmal an den Entschließungsantrag, den wir hier im Landtag beschlossen haben, wo wir festgestellt haben, dass diese Sanktionen notwendig und richtig sind. So, und wenn man dieser Debatte so folgt, dann kann man fast zu dem Eindruck kommen, dass eine Populismus-Abschöpfungssteuer einen sehr veritablen Beitrag zum Lösen dieser Probleme hier leisten könnte. Und ich möchte noch mal sagen, ich bin an dieser Stelle diesen allen Akteurinnen und Akteuren sehr dankbar, die an echten Lösungen für die Energiekrise bzw. die Energiewende interessiert sind und sich konstruktiv in die Debatte einbringen. Denen, denen es wichtig ist, dass in dieser Situation nicht weiter gespalten wird, denen kein Wählerfang am rechten Rand machen und die nicht in der Querfront demonstrieren und die warme Wohnung gegen den Krieg in der Ukraine ausspielen. Vielen Dank. Die Maßnahmen zur Bewältigung dieser Klimakrise müssen bundesweit eigentlich sogar auf EU-Ebene gedacht werden. Und da bin ich sehr froh, dass jetzt die EU den Mechanismus zur Abschöpfung und Umverteilen von den Zufallsgewinnen
erarbeiten wird und umsetzen wird. Und auch nochmal der Hinweis an der Stelle, der Fingerzeig kommt ja da auch auf den Bund, an der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin ist übrigens Frau von der Leyen, die bei der CDU ist, also kann man vielleicht da an der Stelle auch nochmal Druck machen. Ich möchte da an dieser Stelle auch nochmal auf unsere bündnisgrüne Forderung aufmerksam machen, dass man hier die sächsische Wirtschaft, die Stadtwerke, die Bevölkerung und insbesondere alle oder insbesondere die Schwächsten der Gesellschaft durch ein eigenes sächsisches Sofortprogramm schnell und unbürokratisch unterstützen sollte. Doch zurück zur grundsätzlichen energiepolitischen Debatte und der Energiewende und deren Umsetzung. Ich habe von den unterkomplexen Forderungen bereits gesprochen, die eben auch durch eine ständige Wiederholung hier nicht wahrer werden. Und ich möchte mir gerne die Zeit nehmen, hier nochmal die Fake News aufzuräumen, die sich hier auch in der Debatte und in den letzten Wochen gesammelt haben. Also, These Nummer eins, die Energiewende sei gescheitert. An dieser Stelle muss ich natürlich ganz kategorisch widersprechen. Kein Mensch wird ein Fußballspiel nach 15 Minuten abpfeifen. Das ist einfach Quatsch. Und wie kann man da an dieser Stelle 20 Jahre, bevor man das Ziel überhaupt erreichen kann, so tun, als ob die Energiewende gescheitert wäre? Das ist falsch und Wasser auf die Mühlen der Klimakrisenleugner, wie auch der Beifall da vorhin aus der AfD-Fraktion bewiesen hat. Worauf wir uns einigen können, ist, dass die Energiewende verschlafen wurde, dass sie verschleppt wurde und dass sie zu Teilen auch absichtlich verhindert wurde. Herr von Breitenbuch hat es hier selber im Plenum gesagt, jedes Windrad, was wir hier zusätzlich in Sachsen bauen, schwächt die Situation der Braunkohle im eigenen Land. Fakt ist, dass wir gerade wegen des Krieges in der Ukraine die Energiewende schneller als bisher geplant umsetzen müssen. Und wir können und müssen das jetzt auch leisten. Denn bei jeder Veranstaltung, bei der ich teilnehmen durfte, da sind alle unisono der Meinung, ob das der Industriebogen Meißen ist, ob das BMW ist, ob das VW ist, ob die Wirtschaftsförderung Sachsen ist, ob das NVIM ist, ob das die Stadt Leipzig ist und so weiter. Alle sagen, sie brauchen grüne Energie. Alle. So, und wenn das nicht gelingt, die bald hier in Sachsen bereitzustellen, werden wir abgehängt. Und dass es auch anders geht, das möchte ich Ihnen auch gern zeigen. Ich war bei der Eröffnung der beiden größten Windkraftanlagen hier in Sachsen. Das ist der schon angesprochene Windpark in Sitten, 2x6 Megawatt die Anlagen. Und wissen Sie, was es dort nicht gab? Protest. Dort gab es Kuchen, dort gab es Bier, dort gab es Bratwürste, dort gab es eine Hüpfburg und Musik. Die Feuerwehr war auch da. Party und Windkraft geht dort zusammen. Da ist kein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum entstanden. Und das ist der Weg der Zukunft. Und besonders, wenn Kommunen dort auch 30.000 Euro pro Jahr pro Windrad erhalten. Es gab eine Sache, die hat mich dort gestört. Allerdings, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und das war der ständige Lärm der A14. These Nummer zwei. Es wird ja auch gern das angebliche Totschlagargument der Grundlast ins Feld geführt. Wo käme das denn nur her? Aber jemand, der immer wieder von der fehlenden Grundlast erzählt, der hat sich mit einem Stromsystem in einer postfossilen Zukunft schlicht nicht beschäftigt. Die Frage ist doch, wie viel Grundlast, also die benötigte Stromerzeugung, also die konstant benötigte Stromerzeugung, brauchen wir in einem System, das zu größten Teilen von erneuerbaren Energien gespeist wird. Nochmal als Hinweis, der Plan ist, bis 2030 dort 80% Erneuerbare im System zu haben. Besser geeignet ist da eigentlich der Begriff der Residuallast und der beschreibt die Stromerzeugung, die übrig bleibt, wenn man die erneuerbare Erzeugung vom Gesamtstromverbrauch abzieht. Diese Residuallast ändert sich naturgemäß ständig und kann auch null oder negativ sein, wenn man mehr erneuerbare Erzeugung als aktuellen Bedarf im System hat. Und was wir also brauchen, sind schnell reagierende Spitzenlastkraftwerke und die Möglichkeit zum Energiespeichern. Diese Flexibilität im Stromsystem ist genau das Gegenteil von diesen Grundlastkraftwerken, die dann wie so ein Strich durchlaufen sollen. Und die Erzählung der Notwendigkeit von diesen Grundlastkraftwerken dient ausschließlich dem Zweck, die Braunkohle und die Atomkraft irgendeine Daseinsberechtigung in einem zukünftigen Stromsystem zu geben, die sie nicht hat.
Also, These Nummer 3, Gas wäre keine Brücke mehr. Das kann ich auch so nicht sehen. Ich würde ja auch behaupten, wir bräuchten das russische Gas für die Energiewende. Dem kann ich nur entgegnen. Die Bundesnetzagentur hat diese Woche gesagt, der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt bei 90,07%. Also trotz der Vertragsbrüche von Russland speichern wir weiter ein und erreichen die Ziele vorfristig. Hier wurde in 6 Monaten das aufgeholt, was in 16 Jahren lang verschlafen wurde. Und dazu kommt dann natürlich auch in Zukunft noch die LNG-Kapazität. Wir werden also genug Erdgas oder Gas in der Energiewende zur Verfügung haben. Die Brücke bleibt weiter möglich. Und auch nochmal als Hinweis, wir werden in jedem Szenario, was wir hier umsetzen, und der Ziel ist ja Treibhausgasneutralität bis 2045, wird in jedem Szenario eine massive Reduktion von Erdgas auf Null stattfinden. Und in Zukunft wird das dann natürlich durch Wasserstoff ersetzt. Das ist auf der Konferenz letzte Woche klar geworden. Was dort auch klar geworden ist, war, dass endlich die ordentlichen Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen, dass genügend erneuerbarer Strom da ist. Genau. Und was wir aktuell erleben, ist ja im Prinzip ein Zustand, dass dauerhafte Spitzen oder dass diese Spitzenlastkraftwerke in Deutschland, weil der Atomkraftwerkpark in Frankreich zu mehr als der Hälfte ausfällt, laufen müssen und wir in die paradoxe Situation kommen, dass wir trotz dieser erhöhten Strompreise hier mehr Gas verstromen, als wir das 2021 gemacht haben. Genau, einen Punkt möchte ich gerne noch machen, weil es behauptet wird, dass immer russisches Gas billig wäre. Russisches Gas war und ist nie billig. Wir haben vielleicht geringe Eurobeträge in der Vergangenheit überwiesen, aber der eigentliche Preis ist die energiepolitische Souveränität und damit verbunden unsere nationale und die europäische Sicherheit. Mit den aktuellen Gaspreisen zahlt die europäische Volkswirtschaft, ja jeder Sachse und jede Sächsin, diesen vermeintlichen Preisvorteil mit Zins und Zinseszins an Russland zurück. Und das Verhalten Russlands in diesen vergangenen Wochen und Monaten, in denen Verträge missachtet und gebrochen wurden, Ausreden vorgeschoben und Drohungen ausgesprochen wurden, zeigt insbesondere, Russland ist und wird auch auf absehbare Zeit kein vertrauenswürdiger Partner sein. Jede energiepolitische Entscheidung wird von heute an dieser Grundannahme folgen müssen. Wir dürfen diesen Fehler nicht nochmal machen. Kommen wir nochmal zum Abschluss zurück zu der Ausgangsfrage, wie können wir die Energiewende in Sachsen bewältigen? Der Staatsminister Günther hat bereits viele wichtige Punkte erwähnt. Ich möchte gerne nochmal ein paar aufgreifen. Wir brauchen endlich einen Turbo beim Ausbau der Windkraft. Sachsen ist hier Bundesletzter und das kann nicht so bleiben. Es müssen schnellstmöglich die Flächenziele des Bundes für Windkraftanlagen erfüllt werden. Wenn wir hier nicht selbst gestalten, dann werden wir gestaltet. Und wir haben uns als Bündnisgrüne da in Zeiten von Energiekrise, Biodiversitätskrise und Klimakrise selbstverständlich unserer Verantwortung gestellt und haben da unter gewissen Voraussetzungen auch unser Nein zu Windkraft im Wald angepasst. Aber das kann natürlich nicht bedeuten, dass wir jetzt die eine Krise gegen die andere ausspielen. Und möchte gerne einen Punkt machen. Wir haben hier vor der Sommerpause im Sächsischen Landtag einen Entschließungsantrag zur Bauordnung eingebracht und beschlossen, der enthielt diese Flexibilisierungsoption, die es in Zukunft den Kommunen ermöglicht, die das auch wollen, unabhängig von der schwerfälligen Regionalplanung kurzfristig Flächen für die Windkraft zur Verfügung zu bekommen. Und genau, das muss dringend umgesetzt werden. Außerdem müssen kurzfristig alle in Planung ganz weit fortgeschrittenen erneuerbaren Projekte endlich umgesetzt werden. Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen ist jetzt nach dem neuen EEG im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Und daher verstehe ich es eigentlich auch nicht, warum der Windpark in Oederan oder die Solarthermieanlage in Leipzig immer noch, auch in Anbetracht der aktuellen Situation, an völlig absurden Begründungen verhindert werden. Anscheinend ist hier der Druck immer
Bitte noch nicht groß genug. Bitte zum Ende kommen, Ihre Redezeit ist vorbei. Genau, also ich denke, die Maßnahmen sind alle klar. Wir haben alle Mittel und Wege in der Hand und wir müssen jetzt hier vorwärts kommen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und die SPD-Fraktion, Herr Abgeordneter Winkler. Das ist ziemlich groß, der Junge. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Das Kernthema der heutigen Fachregierungserklärung ist die Energiewende in Sachsen. Staatsminister Günther hat umfangreich dazu ausgeführt, viele Dinge kann meine Fraktion unterstreichen. Horrorszenarien, Untergangsstimmung, abstruse Forderungen und vor allen Dingen gegenseitige Schuldzuweisungen nutzen uns in dieser Situation nichts. Wir sollten gemeinsam nach Lösungen suchen und diese auch finden, um gemeinsam aus dieser Energiepreiskrise herauszukommen. Das ist mein Appell. Dabei spielt natürlich die Energiewende eine entscheidende Rolle. Sie ist und bleibt natürlich auch weiterhin wichtig, um die Ziele des Klimaschutzes und einer föderalen, nationalen und europäischen Energiesouveränität zu erreichen. Die Energiewende ist nicht gescheitert, wie so manche hier im Hohen Haus behaupten. Man muss kein Prophet sein, um zu prognostizieren, dass es zum Gelingen und zur Fortführung der Energiewende unerlässlich ist, gut durch die jetzige Energiepreiskrise zu kommen. Einerseits, um die Akzeptanz in der Gesellschaft dafür zu erhalten, aber auch um andererseits den, ich nenne es mal, reaktionären Bestrebungen, das Rad bei Kohle und Atom dauerhaft, ich betone dauerhaft, zurückzudrehen, Einhalt zu gebieten. Und dafür müssen nun alle Kräfte gebündelt werden. Bund, Länder und Kommunen müssen gemeinsam an einem Strang ziehen. Politische Profilierungen müssen alle hinten anstellen und finanzielle Fragen schnell klären. Es geht jetzt um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um den Beweis, dass Demokratie und Sozialstaat funktionieren. Ich möchte an dieser Stelle nicht im Detail auf das dritte Entlastungspaket des Bundes und die Diskussionen, die auch hier entbrannt sind, eingehen. Ich verweise auf die zweite aktuelle Debatte. Mein Kollege Henning Hohmann wird dazu ausführen. Aber klar ist, die Energiepreise müssen runter, denn Energie muss bezahlbar bleiben. Das ist, denke ich, bei aller kontroversen Diskussion deutlich geworden. Neben dem Strompreisdeckel muss auch ein Gaspreisdeckel durch den Bund kommen. Private Haushalte, vor allem mit kleinen Einkommen, Kommunen, Stadtwerke, klein- und mittelständische Unternehmen, unsere Handwerker, wir haben das gestern eindrucksvoll hier gehört, aber auch gemeinnützige Vereine und so weiter müssen schnell entlastet werden. Auch uns geht es zu langsam. Wir senden die Botschaften, genau diese Botschaft, auch an die richtige Stelle. Denn das dient, und ich wiederhole mich da gern, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem sozialen Frieden. Und wenn die Energiepreise heruntergehen, werden wir auch die Inflation besser in den Griff bekommen, die ja vor allem eine energiepreisgetriebene ist. Die Aussagen von Christian Lindner, niemand muss frieren, niemand muss hungern in diesem Winter, darf keine Floskel bleiben. Dafür müssen wir jetzt sorgen, Strom- und Gassperren müssen vermieden werden, den Menschen im Land die Sorgen genommen, die aktuellen Abschlagszahlungen sowie die Nebenkostenabrechnung im nächsten Jahr nicht bezahlen zu können. Ein Härtefallfonds für soziale Notlagen, an dem sich Bund und Länder beteiligen, wäre hier natürlich eine Lösung. Neben der Unterstützung durch staatliche Entlastungspakete sollten wir auch die Beratung von Verbrauchern stärken. Gerade der Dschungel der vielen bürokratischen Dinge, die zwar zur Hilfe führen, müssen hier durchdrungen werden. Und das geht mit Beratung. Deshalb ist es wichtig, gerade Energie- und Schuldnerberatung und auch die Mieterberatung zu forcieren. Als Freistaat können wir uns dabei in allem, was ich angesprochen habe, was heute angesprochen wurde, keinen schlanken Fuß machen und nur auf den Bund zeigen. Das wird nicht funktionieren. Auch dazu wird mein Kollege Hohmann dann später in der zweiten aktuellen Debatte ausführen. Ich möchte auch noch mal kurz den Bogen zur Energiewende schlagen, die seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch mit dem Etikett der Zeitenwende versehen wurde.
Sie erinnern sich sicherlich an den Begriff der Freiheitsenergien, welche ebenfalls von Herrn Lindner in den Diskurs hier eingebracht wurde. Wir haben uns in Europa und Deutschland auf den Weg gemacht, unabhängiger von fossilen Brennstoffen und insbesondere von den vermeintlich günstigeren Energieimporten aus Russland zu machen. Diesen Weg müssen wir weiter beschreiten, und hier darf es kein Zurück geben. Das ist auch deutlich geworden von einigen Rednern. Ein Russland unter Putin oder wem auch immer wird über kurz oder lang kein verlässlicher Partner werden. Mit einem Land, das seine Energielieferung als politische Waffe einsetzt und darüber hinaus seit Jahren versucht, westliche Demokratien zu destabilisieren und die Öffentlichkeit zu manipulieren, kann es kein weiter wie bisher geben. Entweder wir unternehmen alles, um uns unabhängig zu machen von fossilen Energien, oder wir scheitern daran, aber dann befeuern wir auch die globale Klimakrise weiter. Das muss uns allen klar sein. Also müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich beschleunigen und auf ein neues Level heben. Soweit vielleicht eine erste Runde. Ich ziehe einfach durch. Ich denke, das hat alles im Zusammenhang, ist alles im Zusammenhang zu sehen. Staatsminister Günther hat in seiner Erklärung bereits die wesentlichen Bausteine dargelegt, die wir in Sachsen zusammensetzen müssen. Es ist demzufolge klar, was wir tun müssen. Die Erneuerbaren, die Leitungsnetze, das ist deutlich geworden, und Großspeicher müssen hochskaliert werden und die entsprechenden Flächen dafür reserviert und nutzbar gemacht werden. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt, Rechtswege verschlankt und Gerichtsverfahren gestrafft, Landes- und Regionalplanung aktualisiert und den Erfordernissen angepasst werden. Und nicht zuletzt muss eine Lösung gefunden werden, wie dies vor dem Hintergrund der Energiepreiskrise, des Fachkräfte-, Rohstoff- und Materialmangels umgesetzt werden kann. Hierbei möchte ich noch einmal auf den zeitlichen Horizont hinweisen, der ja auch schon genannt worden ist. Koalitionsvertrag gilt bis 2024, Energie- und Klimaprogramm des Freistaates bis 2030. Die Kohle wollen wir in Deutschland bis spätestens 38 oder wollen aus Kohle aussteigen. Treibhausgasneutralität soll in Deutschland bis 2045 erreicht werden. Das alles passiert synchron zu weiteren tiefgreifenden Transformations- und Strukturwandelprozessen. Nicht nur in den Kohlegebieten, sondern in ganz Sachsen. Das dürfen wir dabei nie vergessen. Ich wiederhole mich nur ungern, aber folgende Worte aus meiner Plenarrede vom Juli 2022, damals zu einer aktuellen Debatte der Bündnisgrünen, haben nach wie vor ihre Berechtigung. Jetzt gilt es, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu straffen sowie die Landes- und Regionalplanung fit für das 21. Jahrhundert zu machen. Wir müssen uns um das Thema Fachkräfte und Handwerker kümmern. Es fehlen Auszubildende in den klimarelevanten Handwerks- und Industrieberufen. Zudem müssen erfahrene Fachkräfte in Branchen, die auf fossilen und CO2-intensiven Technologien basieren, umgeschult werden. Darauf sollen und müssen wir uns konzentrieren, sonst brauchen wir über Energiesouveränität und Freiheitsenergien gar nicht reden. Sowohl bei der Energieeffizienz und beim Energiesparen als auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien muss jetzt ein Ruck durch das Land gehen. Und ich erinnere auch an meine Rede von damals. Unternehmerinnen, Unternehmer, Bürgerinnen und Bürger müssen sich jetzt fragen, welchen persönlichen Beitrag sie für die Energiewende leisten können. Genau dann schaffen wir die Energiewende, meine Damen und Herren, und führen die bereits in Gang befindlichen Transformationsprozesse zu einem guten Ergebnis. Dann wird es auch möglich sein, den oft zitierten Vorsprung Ost, der heute noch gar nicht angesprochen wurde, etwa bei Innovationen wie bei der Wasserstofftechnologie herzustellen. Das dürfen wir jetzt alles nicht aus dem Blick verlieren und nur panisch auf steigende Energiepreise blicken. Klar ist, die müssen wir abfedern für den sozialen Frieden. Aber die vorausschauende Antwort auf die Energiepreiskrise kann nur eine Energiewende sein, die uns dauerhaft von endlichen Rohstoffen und Energieimporten unabhängig macht und darüber hinaus in die Klimaneutralität führen wird. Und das bekommen wir zeitnah nur mit Sonne, Wind, Geometrie, Geothermie, Biomasse, grünem Wasserstoff und Wasserkraft hin. Nicht mit Fusionsreaktoren der AKW der x-ten Generation, wo wir die Abhängigkeit von Uran und anderen Rohstoffen und Materialien genauso importieren wie Öl oder Gas. Als SPD werden wir diesen Weg weitergehen, auch wenn für manche die einfache Antwort gerade darin liegt, alles beim Alten zu lassen. Wir stehen für die Zukunft
und wollen den Freistaat und die Bundesrepublik dafür fit machen. Vielen Dank. Und die nächste Runde, AfD-Fraktion, Herr Abgeordneter Zwerg, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen. Herr Kretschmer hat in den letzten 2-3 Wochen einige Dinge zur Energiepolitik gesagt, die man durchaus vertreten kann. Allerdings fehlt mir der Glaube daran, dass es auch umsetzen wird. Und eine erste Maßnahme, die mich in diesem Glauben bestärken würde, wäre, dass er seinen unfähigen Energieminister feuert. Meine Damen und Herren, Deutschland ist schnurstracks auf dem Weg in eine energiepolitische Sackgasse. Diese Energiewende ist krachend gescheitert. Dabei bleiben wir. Es gilt insbesondere beim deutschen Sonderweg des Ausstiegs aus der Kernkraft. Doch wie sieht es in der Welt aus? China betreibt über 50 Reaktoren und baut weiter fleißig zu. Schauen wir in die USA. Das milliardenschwere sogenannte Klimapaket von Biden entpuppt sich im Kern als Investitionsprogramm für die Kernkraft. Auch Entwicklungsländer wie Bangladesch setzen auf die Kernkraft. Selbst sonnenreiche Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien bauen fleißig ihre Kernkraftwerke zu. Da stellt sich schon die Frage, warum gerade diese sonnenreichen Staaten nicht vom grün-deutschen Geist des massenhaften und alleinigen Photovoltaikausbaus beseelt sind. Oder schauen wir auf unseren Kontinent. Die EU-Kommission und auch der beliebte Weltklimarat stufen Kernenergie als klimafreundlich ein, wollen Kernenergie fördern. Was haben Sie von den Grünen eigentlich für ein Problem mit sicherer, klimafreundlicher Kernenergie? Fragezeichen. Herr Staatsminister Günther, kennen Sie das Schutzgas SF6? Schwefelhexafluorid. Dieses Schutzgas wird in elektrischen Schaltanlagen eingesetzt und befindet sich auch in ihren so umweltfreundlichen Windrädern. Die Firma Siemens Energy hat den Herstellern von Windenergieanlagen angeboten, das Ganze auch ohne SF6 bauen zu können. Nur ist das Problem, dass es sehr, sehr teuer ist. SF6 hat ein Treibhauspotenzial, das 23.500 Mal höher ist, wie bei CO2. Die Mengen, die in Deutschland dafür benötigt werden, und die Mengen wiederum, die in die Atmosphäre entweichen, sind in Deutschland so groß, wie der komplette innerdeutsche Flugverkehr an Treibhauspotenzial hat. Nur mal so nebenbei zur klimafreundlichen Windenergie. Neben Ländern wie den Niederlanden, Schweden und Tschechien setzt auch Finnland auf die Kernkraft. Dort schüttelt man über die deutsche Anti-Kernkraftpolitik nur verwundert die Köpfe. Im südfinnischen Eurajoki entsteht neben dem ersten Kernkraftwerk auch ein Endlager, das von der dortigen Bevölkerung mitgetragen wird. Man hat bereits sogar die Kosten hierfür kalkuliert, 3,5 Milliarden Euro. Währenddessen bekommen wir in Deutschland von zumeist den Grünen nahestehenden Organisationen Studien präsentiert, die die Endlagerkosten schier bis ins Unendliche herbeifabulieren. Herr Minister Günther, haben Sie sich nicht ein einziges Mal die Frage gestellt, ob Sie sich hier ideologisch verrannt haben? Das Handwerk
war vorhin die Rede vom Handwerk. Sie reden davon, dass die Kernkraftwerke nicht benötigt werden, weil sie nichts für den Wärmemarkt beitragen können. Andererseits wollen Sie einen immensen Ausbau der Elektrifizierung des Wärmemarktes. Sie wollen ganz viele Wärmepumpen zum Einsatz bringen. Und ich habe Ihnen das schon mal gesagt, das, was Sie da wollen, wird in der Realität nicht stattfinden. Die Handwerker haben im Moment in diesem Bereich eine gute Auftragslage, aber sie sind überhaupt nicht, auch nicht annähernd in der Lage, das umzusetzen, was Sie sich da ausgemalt haben. Und wenn Sie es personell sein würden, dann würde das Material dafür fehlen. Die Wartezeiten auf die Wärmepumpen, die Sie gerne massenhaft einbauen wollen, sind momentan so lang, dass man das eigentlich vergessen kann. Bis zu einem Jahr Wartezeit. Ja, es ist nämlich genau diese deutsche und oberlehrerhafte und ideologisch verbohrte Besserwisserei, für die wir im Ausland bekannt sind. Nach 20 Jahren verfehlter Energiepolitik steht Deutschland schon jahrelang als Spitzenreiter bei Stromkosten da. Und das lange vor dem Ukraine-Krieg. Jetzt fliegt uns und vor allem den Bürgern die verfehlte Energiepolitik um die Ohren. Und zwar so dermaßen, dass Familien nicht wissen, ob sie warm durch diesen Winter kommen. Oder Rentner, die nicht wissen, wie sie die Abschlagsrechnung bei Gas und Strom bezahlen sollen. Herr Minister Günther, sich jetzt im Landtag hinzustellen und auf dem Handy rumzuspielen und erst recht noch mehr Gelder für den Zubau von Flatterstrom aus Wind und Sonne zu fordern, ist an Realitätsverleugnung nicht zu überbieten. Ich habe es übrigens hier in diesem Hohen Hause schon mehrfach betont, dass die Energieversorgung, und ich rede hier nicht nur von der Stromversorgung, in Sachsen und in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt auf mehreren Säulen stehen muss. Wir brauchen für alles Rohstoffe. Und für Ihre Windräder und Photovoltaikanlagen brauchen Sie vor allen Dingen Rohstoffe aus China. Und deswegen muss man sich breit aufstellen. Und wenn es an der einen Stelle mal klemmt und Rohstoffe nicht verfügbar sind für eine Energieerzeugungsart, dann reißt es eben die andere. Breit aufstellen, das ist hier die richtige Taktik und nicht auf eine einseitige Energieerzeugung sich zu konzentrieren. Es wird nicht anders gehen. Hören Sie damit auf, darüber zu philosophieren, ob die Erneuerbaren 70, 80 oder gar 100% Schwachsinn unseres Energiebedarfs absichern können. Das wird so nicht passieren. Wir brauchen ganz klar, und das nicht erst in diesem Jahr, eine gesicherte Bereitstellung von grundlastfähiger Energie, Herr Dr. Gerber. Dabei bleibt's. Weil das, was Sie ins Feld führen, kann nur dann funktionieren, wenn ausreichend Speicher vorhanden sind. Diese sind nicht vorhanden. Also vergessen Sie es. Das ist Energie aus Kohle, Gas und aus Kernkraft. Das geht bei Kohle natürlich durch die Laufzeitverlängerung, ganz klar. Und beim Gas ist das Thema Fracking in aller Munde im Moment. Wir beziehen Gas aus den USA, das gefrackt wurde. Wir beziehen Gas aus den USA, Herr Böhme, das gefrackt wurde. Und wir können auch die Betriebsgenehmigung für Nord Stream 2 erteilen. So, und wenn wir das alles nicht können, dann brauchen wir uns nicht zu Moralaposteln erheben und sagen, dann machen wir uns kein Fracking. So einfach ist das. Irgendwo muss diese Energie herkommen, verdammt nochmal. Sie werden die nächsten 10, 20 Jahre den Wärmemarkt noch mit Gas bedienen müssen. Also hören Sie auf zu träumen. Und bei Kernenergie müssen nur die letzten Kraftwerke mal weiter betrieben werden. Denn langfristig zählt nur, dass wir mit grundlastfähiger Energie unabhängig von nur einem einzigen Lieferanten werden. Die derzeitige Stümperei der grünen Energiepolitik hinterlässt beim Bürger unweigerlich Verunsicherung. Ob nun verordnet oder unbezahlbar, viele Bürger schaffen sich für diesen Winter eher Heizgeräte an, als zu frieren. Das habe ich Ihnen auch schon vor dem Sommer erklärt, wollte ja wieder keiner glauben. Danach waren die Baumärkte wie leergefegt. Eieiei. Neben dem verstärkten Einbau von Wärmepumpen treibt das wiederum den Hunger nach Strom an, ganz klar. Allein aus dieser Dynamik verbietet es sich, die drei verbliebenen Kernkraftwerke auslaufen zu lassen. Das Energieproblem besteht aber nicht nur kurzfristig, in drastischer Weise diesen Winter, es reicht ja weit darüber hinaus. Langfristige Trends wie zunehmende elektrische Wärmeversorgung, Subventionierung von E-Autos oder allgemein zunehmenden Datenhunger führen natürlich zwangsläufig immer mehr
zu einem höheren Energiebedarf. Das bestätigt auch die Bundesnetzagentur in ihrem aktuellen Szenariorahmen vom Juli. Dort erwartet man einen Bruttostromverbrauch, der derzeit bei 500 Terawattstunden circa liegt, eine Steigerung im Jahr 2045 auf dann 1300 Terawattstunden. Und das ist noch nicht die letzte Zahl. Das ist in wenigen Jahrzehnten mehr als das 2,5-fache des jetzigen Stromverbrauchs. Schon deswegen ist es völlig absurd, das Industrieland Deutschland mit flatterhaftem Zappelstrom aus Wind und Sonne versorgen zu wollen. Der einzige logische Ausweg aus dieser Energiekrise ist, dass der Ausbau an grundlastfähiger Energieerzeugung fortgeführt wird. Und dazu gehört nicht nur die Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke, sondern auch der Bau neuer Kernkraftwerke. Diese Lösungsansätze haben wir im Landtag bereits seit Jahren vorgelegt. Und jedes Mal wurden sie mit hanebüchenen Begründungen abgeschmettert. Wir haben in diesem März bereits eine Laufzeitverlängerung bzw. Wiederinbetriebnahme der letzten 6 Kernkraftwerke gefordert. Wir haben bereits im Februar 2021 die Überprüfung zum Weiterbetrieb der letzten 6 Kernkraftwerke gefordert und bereits damals mit Daten untermauert auf eine Stromlücke in 2022 hingewiesen. Ja, die übrigen Parteien haben sogar unsere Initiative von 2020 zum Erhalt der Forschungslandschaft auf dem Gebiet der Kernenergie abgewatscht. Das waren allesamt genug Chancen für die übrigen Parteien, in unseren konstruktiven Lösungsvorschlägen zuzustimmen. Aber anscheinend ist ihnen parteipolitische Verweigerungshaltung wichtiger als das Wohl des Vaterlandes. Allen voran die Union. Nehmen wir zum Beispiel Markus Söder. Hatte sich erst 2011 noch eifrig gegen die Kernkraft ausgesprochen, hat er heute, Achtung, Triggerwarnung, eine 180-Grad-Wende vollzogen. Aber auch der schwarze Block der CDU-Abnicker und Einknicker hier in Sachsen ist auch nicht besser. Vielleicht wird es ja noch. Erst haben sie alle unsere Vorschläge fleißig abgeschmettert. Dann hat sich Ministerpräsident Kretschmer vor einigen Wochen in einem Presseinterview doch glatt für eine Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken ausgesprochen. Liebe Kollegen aus der CDU, wie hätten Sie es denn gern? Sollen wir unsere Anträge noch mal stellen, damit Sie endlich etwas für das Land bewegen? Die blau-schwarze Mehrheit haben wir in Sachsen. Was unser Land jetzt braucht, ist eine Entscheidung, gleich fertig, zur Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken. Wir brauchen, soweit möglich, jetzt die Wiederinbetriebnahme der zusätzlichen 3 Atommeiler, bis Ende 21 am Netz waren. Und wir brauchen jetzt eine Entscheidung, auch neue Kernkraftwerke zu bauen. Vielen Dank. Und die CDU-Fraktion, bitte. Herr Abgeordneter Hippold, es gibt noch, ich glaube, es gibt dort eine kurze Intervention. Ist das richtig? Herr Dr. Gerber, bitte. Ja, ich bin mal so frei und nutze meine kurze Intervention vor dem Redebeitrag vom Gehen Sie ein bisschen näher bitte ans Mikrofon. Ja, da muss man sich bücken, dann ist es. Naja. genau, ich habe zwar wenig Hoffnung auf Erfolg, ich versuche es trotzdem mal. Wird ja jetzt wieder, Herr Zwerg, Sie haben wieder sich den Spaß gemacht und wieder so einen Teil der Wahrheit erzählt. Ja? Sie haben jetzt von dem Klimagas SF6 gesprochen, was wohl sehr viel klimaschädlicher ist als CO2. Was Sie da anscheinend nicht dazu gesagt haben, ist, dass dieses Gas, ja, es wird in Windkraftanlagen verwendet, aber zur Wahrheit gehört auch, es wird in Umspannwerken verwendet, es wird in Trafos verwendet, es wird in Hochspannungsrohrleitern verwendet, in Teilchenbeschleunigern, in Röntgenanlagen, in Radarsystemen. Wir verwenden es in Bestrahlungsanwendungen, Elektronenmikroskopen, Magnesiumdruckguss, Aluminiumgießereien. Wir machen Halbleiter, Display, Mikrotechnik davon. Ja, wir machen sogar Fensterscheiben, Schuhe, Autoreifen damit. Also Sie suchen sich hier wieder einfach irgendwelchen Quatsch raus und behaupten dann, dass es irgendwas, irgendeinen negativen Klimaeffekt hat und verschweigen dann die Hälfte, wahrscheinlich ist es hier deutlich mehr als die Hälfte, der Wahrheit. Und der Punkt, den Sie hier immer versuchen mitzumachen, ich kann das nicht nachvollziehen. Sie versuchen die Seite der Handwerker und so weiter zu vertreten. Wir haben hier mit der Klimakrise eine massive Investitionsbooster für das Handwerk da. Es müssen so viele elektronische Netze gebaut werden, es müssen
Häuser gedämmt werden, es müssen Wärmepumpen installiert werden, es müssen Solaranlagen gebaut werden. Das ist Wirtschaftsförderung, das ist Arbeitskräftepolitik und das reden Sie hier die ganze Zeit im Grund und Boden, das macht überhaupt keinen Sinn. Herr Abgeordneter Zwerg, bitte. Ja, Herr Dr. Gerber, das SF6, was Sie in Ihren Windkraftanlagen haben, natürlich gibt es andere Einsatzgebiete. Was spricht eigentlich dagegen, dass auch auf anderen Einsatzgebieten SF6 nicht mehr eingesetzt wird? Ist durchaus möglich. Technologien sind teilweise soweit. Wir müssen ja auch nicht alles auf einmal machen. Aber Sie könnten ja als Grüne schon das Interesse daran haben, bei Ihren eigenen Windkraftanlagen SF6 zu verbannen. Dann machen Sie doch mal einen Anfang. Ich denke, Sie wollen das Klima retten. Ich hatte das Gefühl, Sie waren schon gegangen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. So, und jetzt nochmal zum Handwerk, von dem Sie gar keine Ahnung haben. Das Handwerk ist an der Grenze des Belastbaren, wenn wir vom Bereich Gebäudetechnik reden. Es sind keine Handwerker, das sind die, die die Arbeit auf den Baustellen machen, wissen Sie? Die sind einfach nicht im ausreichenden Maße vorhanden. Das können Sie aber wahrscheinlich nicht wissen, weil Sie ja nicht aus dem Handwerk kommen. So, und wenn wir bräuchten auch nicht mehr Leute einstellen. Wir brauchen nicht mehr Leute einstellen. Wissen Sie warum? Weil die Wärmepumpen, die Sie einbauen wollen, gar nicht vorhanden sind. Die Industrie kommt nicht hinterher. Machen Sie sich mal richtig schlau. Die Werke von Pfistmann, Weiland sind ausgelastet. So, andere Werke, Hersteller. Die Werke sind ausgelastet. Neue Werke werden irgendwann demnächst in 24, 25 fertig. Dann können wir wieder darüber reden, ob es vielleicht eine Wärmepumpe mehr gibt. Kapazitäten. Sie wissen nicht, was Produktionskapazitäten sind. Also tun Sie sich doch nie zu Sachen äußern, von wo Sie überhaupt keine Ahnung haben. Sie haben keine Ahnung. Ich lade Sie in unseren Betrieb ein. Gucken Sie sich doch mal an, wie es läuft. Rufen Sie bei der Sächsischen Heizungstechnik an, bei der SAT. Versuchen Sie mal eine Wärmepumpe oder einen Speicher zu bestellen. Da gibt es kein Lieferdatum. Mein Gott, ey. So, Herr Abgeordneter Hippold, jetzt haben Sie das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der kurzen, aber doch sehr emotionalen Debatte zu Handwerkerleistung und zu Gasen, möchte ich doch noch in Anknüpfung an das, was Georg Lüttich von Breitenbuch, unser energiepolitischer Sprecher, schon ausgeführt hat, noch ein bisschen eine wirtschaftspolitische Betrachtungsweise zur Fahrregierungserklärung einbringen. Ein was kann ich dabei in jedem Fall schon mal vorausnehmen, die aktuelle Situation und vor allem die Unfähigkeit, die die Bundesregierung derzeit an den Tag legt, macht mir persönlich sehr, sehr große Sorgen. Der russische Angriffskrieg dauert nun bereits 7 Monate und seither sehen wir, insbesondere mit Blick auf die Wirtschaft, von der Bundesregierung einen wirren Schlingerkurs nicht nur in der Fragestellung, wie die Ukraine militärisch unterstützt werden soll, sondern auch bei den Maßnahmen zur Energiesicherheit hier bei uns in Deutschland. Leider vernehme ich aus Berlin in der Energiepolitik nur halbherzige Andeutungen und keine klaren Konzepte. Wie sollen die hohen Energiepreise durch unsere Wirtschaft von kleinen und vor allem von mittelständischen Unternehmen im Freistaat Sachsen gestemmt werden? Das weiß offenbar in unserer Bundesregierung niemand. Gemeinsam mit meinen Kollegen aus mehreren Bundesländern und dem Bund haben wir im Juli 2022 einen Brief an Bundesminister Habeck geschrieben, in dem es genau um diese Fragestellungen ging. Die Antwort aus dem Wirtschaftsministerium zeigte bereits damals, was wir heute ganz klar sehen. Die grüne Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums hat keine passende wirtschaftspolitische Strategie und agiert leider hochgradig ideologiegesteuert. Statt zu schauen, was unsere Unternehmen heute brauchen, wurde uns als erstes entgegnet, und ich zitiere, unser Ziel ist es nun, bereits im Jahr 2030 einen Anteil von 80% erneuerbaren Stroms in Deutschland zu erreichen. Ganz ehrlich, darüber mag man ja als mittelfristiges Ziel diskutieren können, und wir wollen auch nicht die Energiewende im Ganzen infrage stellen, aber wer bitteschön soll denn diese Energiewende finanzieren, wenn wir in eine Rezession kommen? Und das gilt nicht nur für unsere Handwerker oder produzierende Unternehmen, die, und ich will das noch mal ganz klar sagen, bei weiter wachsenden Energiekosten insolvent gehen. Wir haben zum Beispiel auch die Pflicht,
unser hochentwickeltes Gesundheitssystem am Laufen zu halten. Ich kann Ihnen hier ein Beispiel nennen, das mir vor einigen Tagen selbst vorgerechnet wurde. Ein Radiologe, der in den Jahren zuvor immer eine Stromrechnung von ungefähr 300.000 Euro hatte, muss nun 1,2 Millionen Euro zahlen. Welche Folgen das haben wird, brauche ich an dieser Stelle wohl nicht weiter auszuführen. Und so geht es vielen Unternehmen in Sachsen, die kurz davor stehen, ihren Betrieb zu schließen. Ich könnte diese Liste fortsetzen mit vielen Bäckern oder vielleicht auch mit der Fleischerei von Frau Schuberts Familie. Und die werden dann nicht mit ein bisschen Insolvenz davon kommen. Die Ankündigung von Robert Habeck, verstärkt wieder Kohlekraftwerke einzusetzen und dafür die für den Umstieg auf Wind- und Solarenergie notwendigen Gaskraftwerke abzuschalten, sowie den Weiterbetrieb der letzten Atomkraftwerke nur als Rücksicht auf den Gründungsmythos seiner Partei fahrlässig zu blockieren, demonstriert eine wohl noch nie dagewesene Verantwortungslosigkeit eines Bundeswirtschaftsministers. Ich kann es immer wieder mantraartig wiederholen. Wir brauchen jetzt alle verfügbaren Energiequellen und dazu gehören auch Kernkraftwerke. Während nämlich der Weiterbetrieb von Kernkraftwerken, der inzwischen von einer Bevölkerungsmehrheit gefordert wird, praktisch CO2-frei erfolgen würde, erläuterte Bundesminister in keinster Weise, welche CO2-Strafzahlungen in wohl zweistelliger Milliardenhöhe für den Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke auf Deutschland zukommen werden. Unterm Strich wird die Habeck'sche Energie hinten und vorne nicht reichen und unerträglich teuer werden. Wir brauchen jetzt eine funktionierende Strategie, die auf der einen Seite unsere Energiesicherheit sicherstellt und unsere Unternehmen auf der anderen Seite effektiv entlastet. Gern kann sich die Bundesregierung dafür am 10-Punkte-Plan der sächsischen CDU für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung und dem Beschluss Bürger und Wirtschaft entlasten, den Wirtschaftsstandort Sachsen schützen, orientieren, denn darin zeigen wir auf, wie die aktuelle Krise durch eine Kombination aus der Nutzung aller und der Schließung weiterer Energiequellen, aus weiterer Nachsteuerung im Energiebereich, gezielter Unterstützung für betroffene Unternehmen und Versorger sowie weitere Investitionen in Wasserstoff, Geothermie und Elektroenergiespeicher angegangen werden soll. Kurzfristig ist es uns wichtig, dass bestehende Hindernisse voller Kraftwerkskapazitäten zur Reduktion der Gasverströme und Grundlastsicherung sofort beseitigt werden. Die drei noch laufenden Kernkraftwerke müssen uneingeschränkt weiterbetrieben werden. Das sah im Übrigen Frau Schubert gestern Abend genauso. Auch über den Braunkohlenausstieg, der ja auf Bundesebene für 2030 festgelegt wurde und eigentlich für 2038 definiert ist, müsste aus Ihrer Sicht noch mal gesprochen werden. Zudem sind die Rahmenbedingungen für die Planung, die Genehmigung und den Betrieb von Biomasse- und Photovoltaikanlagen dringend zu verbessern. Wir treten ebenfalls für einen Preisdeckel bei Strom und Gas ein und wollen temporär die Senkung der Energiesteuer und der CO2-Abgabe erreichen. Zudem fordern wir zielgenaue Bürgschaften und Hilfen für Unternehmen, Stadtwerke und weitere Betroffene. Das ist nämlich genau das, was derzeit noch fehlt. Mittelfristig müssen wir selbstverständlich darüber hinaus noch stärker in Wasserstoff, Geothermie und unterschiedliche Speichertechnologien investieren. Sie sehen, leider überschattet die aktuelle Energiekrise nicht nur die heutige Diskussion, sondern auch unsere Politik in Sachsen. Gerade jetzt dürfen wir uns aber nicht auf wirtschaftspolitische Abwege führen lassen. Unser Energie- und Klimaprogramm aus dem Jahr 2021 bleibt maßgebend für die aktive Gestaltung der Energiewende. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, gern. Herr Dr. Gerber, bitte. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich habe eine Nachfrage zum besseren Verständnis. Sie haben gerade gesagt, Sie befürworten einen Gas- und Strompreisdeckel. Bedeutet das, dass sozusagen über einen Sockelbeitrag alles darüber hinaus vom Staat finanziert wird? Oder bedeutet das, dass man sozusagen marktwirtschaftliche Dinge aufgibt und dann einfach keine Möglichkeit mehr hat, über den Preis dann irgendwas zu steuern? Also die Frage nochmal, ist es ein Sockelbeitrag, der gefordert wird, oder ist es sozusagen ein Maximalpreis, den alle bezahlen? Also die Frage, haben Sie die Frage verstanden? Habe ich ein Kontingent, was ich verbrauchen kann? Herr Dr. Gerber, bitte mal eine oder? Zwischenfrage stellen. Ich denke, ich habe die Frage verstanden. Also grundsätzlich gibt es da ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Das Ziel ist ja das Entscheidende. Das Ziel ist nämlich das, Energie so bezahlbar zu halten, dass sowohl Unternehmen als auch Menschen in Deutschland diese Kosten, die dadurch entstehen, noch tragen. Und wir haben in der Debatte,
geopolitischen Breitenbuch ist ja schon sehr intensiv darauf eingegangen, haben in der Debatte ja über unterschiedlichste Möglichkeiten gesprochen. Das geht natürlich an der Stelle los, dass man sagt, man hat ein Kontingent, was man im Grunde an einer gewissen Stelle deckelt. Man kann darüber hinaus sagen, man schöpft zum Beispiel Gewinne ab und nähert sich sozusagen der Sache von oben. Oder man sagt, man definiert einfach einen Maximalpreis für Energie, wo sozusagen dann im Grunde genommen dieser Preis wirklich das Maximum ist und nicht darüber hinausgehen kann und der Staat gleicht den Rest aus. Ich persönlich sage mal an der Stelle, und ich komme später noch dazu, oder ich kann das auch gleich vorziehen in die Fragebeantwortung. Aus meiner Sicht sind das alles Hilfskrücken, um im Grunde genommen das, sagen wir mal, das Symptom letztlich zu bekämpfen. Aber eigentlich müsste ich viel weiter vorn ansetzen. Und da hat es mich schon verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich dem Staatsminister heute zugehört habe und Herr Dr. Gerber, Sie haben es ja im Grunde in eine ähnliche Richtung ausgesprochen. Ich verstehe da die Welt nicht mehr, wenn ich darüber spreche, dass im Grunde genommen man jetzt Kraftwerke, ich glaube, ich müsste es mal zitieren, der Staatsminister hat, glaube ich, gesagt, dass eine simple Ausweitung der Strommenge nicht hilft. Doch, genau die simple Ausweitung der Strommenge hilft eben, um im Grunde genommen genau dazu zu kommen, dass Spekulanten beispielsweise nicht mehr darauf wetten können, dass die Energiepreise weiter hochgehen. Ich würde die Börsen damit stabilisieren, die Strombörsen. Ich würde sagen, ich erhöhe die Energiemenge am unteren Ende. Und da geht es gar nicht darum, dass ich jetzt langfristig denke auf 10 Jahre, sondern ich denke in kurzen Perioden, in Oktober, November und Dezember, wo die Preise weiter hochgehen werden. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Und dort haben wir eine ganz klare Differenz zwischen unseren Ansichten. Ich persönlich glaube, so wie es derzeit gemacht wird, ist es Stückwerk, was nicht funktioniert. Ganz einfach zu lösen wäre die Sache damit, ich erhöhe die Energiemenge, die ich erhöhen kann. Beim Gas funktioniert das leider nicht oder nur in geringen Teilen. Beim Strom könnte ich das, aber wir wissen ja und haben ja in den letzten Monaten gelernt, wie ideologiegetrieben das sozusagen abgelehnt wird. Und das muss man einfach mal ganz klar benennen. Und an der Stelle könnte man gegensteuern. Ich glaube, das sollten Sie über Ihren ideologischen Schatten springen und einfach diesen Schritt gehen. Dann hätten wir das Problem relativ schnell im Griff. Und da kann ich auch nahtlos überleiten. Ich bin jetzt wieder bei meiner Rede, Frau Präsidentin. Kann ich nahtlos überleiten zu unserem Energie- und Klimaprogramm, weil, und Georg Ludwig von Breitenbuch hat den schon mal ausgeführt, ich würde ihn trotzdem mal wiederholen, weil ich glaube, das ist so wichtig. Der zentrale Schlüsselsatz darin lautet, die Grundlage der sächsischen Energieversorgung bildet weiterhin das etablierte Zieldreieck aus Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit sowie Klima- und Umweltverträglichkeit. Und ich glaube, genau daran müssen wir uns messen belassen. Das haben wir im Moment etwas aus den Augen verloren. Und was unseren wirtschaftlichen Erfolg betrifft, so bleibt die soziale Marktwirtschaft die Basis. Sie ist für uns in Sachsen Kompass und Richtschnur. Danach hat sich unser politisches Handeln zu richten. Und ob sich eine Energiewende in Krisenzeiten umsetzen lässt, ohne dass sie die Wohlfahrt des Staates gefährdet, das wird sich noch zeigen. Denn es gilt immer noch der Satz, und ich zitiere den gerne, der ist nämlich so ein bisschen bei mir in Fleisch und Blut übergegangen, zunächst muss erwirtschaftet werden und dann kann verteilt werden. Daran sollte sich unsere Politik in dieser und auch in allen kommenden Krisen unbedingt orientieren. Wir dürfen nicht den Fehler machen, eine Energiewende voranzutreiben, die unser lebenswertes und zukunftsfestes Sachsen durch eine fehlende finanzielle Basis in Gefahr bringt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns aktuell in einer überaus kritischen Situation. Wir müssen jetzt vor allem besonnen, ideologiefrei und lösungsoffen agieren, um noch größeren Schaden von unserer Wirtschaft abzuwenden. Die Energieversorgung ist dabei der zentrale Aspekt unserer Volkswirtschaften, auch unserer sächsischen. Für mich ist klar, der grüne Ansatz, der am Bundeswirtschaftsministerium derzeit sichtbar wird und die kurzen mittelfristige Notwendigkeit aller Energieformen ignoriert, ist gescheitert. Einen großen Neustart, der Wohlstand zerstört und den unsere Unternehmen nicht überstehen, kann ich oder will ich zumindest nicht und kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir den wollen. Stattdessen erwartet die Wirtschaft von uns verantwortungsvolles Handeln. Das ist gestern auf dem parlamentarischen Abend der Handwerker hier in diesem Saal an gleicher Stelle mehrfach betont worden. Das geht los bei einer verlässlichen und bezahlbaren Energieversorgung und zielgenauen Hilfen der betroffenen Unternehmen. Damit ist es aber noch nicht getan. Wir müssen unseren Unternehmen gerade in dieser schwierigen Zeit umfassend entlasten. Und da schaue ich auch zu unserem sächsischen Wirtschaftsminister. Wir brauchen weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung. Es kann nicht sein, dass durch die Hintertür immer wieder neue Dokumentations- und Nachweispflichten an die Wirtschaft gestellt werden. Auch das belastet unsere Unternehmen und bindet Kapazitäten,
die anderswo dringend gebraucht werden. Wir müssen dringend vermeiden, dass, und wir haben ja in der Vordebatte zwischen Herrn Gerber und Herrn Zwerg das gehört, dass Handwerker und Bauunternehmen irgendwann keine Angebote bei staatlichen Aufträgen mehr abgeben, weil die sozialen und umweltabhängigen Bedingungen für eine Zusammenarbeit einfach nicht mehr zu erfüllen sind. Und wir dürfen keinesfalls den Fehler machen, die Energiewende ohne Kompromisse und den Blick nach rechts und links zu Lasten einer realistischen und wirtschaftsorientierten Energiepolitik voranzutreiben. Es entspricht nicht meinem Verständnis von der Nutzenmehrung für das deutsche Volk, wenn achselzuckend hingenommen wird, dass Energiepreise durch die Decke schießen und Unternehmen damit sehenden Auges in die Insolvenz getrieben werden. Auch sind längst regelmäßige absichtliche Stromabschaltungen für Städte und Regionen vorgesehen. Das Risiko eines Blackouts nimmt mit dieser Politik beständig zu. Wir stehen vor einem gefährlichen Notstand. Deutschland droht eine Energie- und Wirtschaftskrise. Politische Glaubenssätze müssen nach unserer Überzeugung endlich ad acta gelegt werden. Das gilt auch für grüne Träumereien von der schnellen Energiewende innerhalb von 8 Jahren. Stattdessen müssen wir alle, die wir uns in politischer Verantwortung befinden, jetzt dafür eintreten, dass alles dafür getan wird, um einen ökonomischen Niedergang unserer Wirtschaft in Sachsen und der gesamten Bundesrepublik Deutschland abzuwenden. Es ist höchste Zeit, dass das auch bei den Regierenden in Berlin ankommt. Ich würde mich freuen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD und von den Grünen, wenn Sie dazu beitragen könnten, unsere sächsische Haltung über interne Wege in Ihrer Parteien auch an die regierenden Personen in der Bundesregierung weiterzugeben. Und wenn Sie möchten, können Sie auch gleich die Lösungsansätze der sächsischen CDU mitnehmen. Eine Strategie, in der die Realität nicht ausgeblendet wird, würde nämlich dem Bundeswirtschaftsminister und auch Ihnen, Herr Staatsminister, außerordentlich gut tun. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und die Linksfraktion bitte. Herr Abgeordneter Brünnler. Im Gegenteil, da kann sie zu Hause Energie sparen. Ne? Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland steht inzwischen vor der wahrscheinlich schwersten Wirtschaftskrise der jüngeren Geschichte. Die Gaspreise stiegen bereits im letzten Jahr um fast 100%. An den Energie- und Rohstoffmärkten wird spekuliert und gewettet, was das Zeug hält. Das hat allerdings nichts mit der Energiewende, sondern eher mit deren jahrelanger Verhinderung, sondern mit der Abhängigkeit von russischen fossilen Energien zu tun. Wir haben eine Marktkrise und zu dieser Marktkrise, welche befördert durch den Ukraine-Krieg und durch Spekulation die Preise für Energie treibt und die Produktionskosten in die Höhe schnellen lässt, kommt zunehmend eine Nachfragekrise. Viele Haushalte und Unternehmen sind mit ihren Ausgaben am Limit des Tragbaren angelangt oder haben es längst überschritten. Wer doch noch Reserven hat, legt sie aus Angst vor kommenden Abrechnungen zur Seite. Wir steuern geraden Weges auf eine Rezession zu und diese Entwicklung ist wie die Inflation im Wesentlichen energiepreisgetrieben. Im Bund beharrt die FDP auf der Schuldenbremse und leider fällt auch Teilen der sächsischen CDU-Fraktion als Antwort auf die größte Bedrohung unseres Wohlstandes seit Jahrzehnten allen Ernstes nichts Besseres ein, als zügig die Corona-Schulden zurückzuzahlen. Das scheint ja wichtiger hier als den Menschen, den Kommunen und Unternehmen im Freistaat zu helfen. Dabei ist die wirtschaftspolitische Antwort auf eine solche Krise so bestechend wie einfach. Die Firmen fahren aufgrund geringerer Absatzerwartungen und gestiegener Kosten die Produktion zurück. Die Haushalte sparen aus Angst oder müssen einen erheblichen Anteil ihres Einkommens allein für Energiekosten aufwenden. Sowohl Unternehmen als auch Privathaushalte sind also nicht in der Lage, uns aus der misslichen Situation zu befreien. Im Wirtschaftskreislauf bleibt also genau ein Akteur übrig, um die Abwärtsspirale aufzuhalten, der Staat. Alles andere in dieser Situation ist schlichtweg unterlassene Hilfeleistung. Denn inzwischen drosselt bereits jeder dritte energieintensive Betrieb hierzulande seine Produktion. Und das wohlgemerkt nicht, weil Strom oder Gas aktuell knapp sind. Das ist momentan überhaupt nicht der Fall, sondern einzig und allein aufgrund der Preisentwicklung. Aber in einer Krise sind die Kleinen erfahrungsgemäß immer die Ersten, die unter die Räder kommen. Vom lokalen Bäckermeister bis zum Zulieferbetrieb hier in der Automobilindustrie. Und hinzu kommen auch die kommunalen Eigenbetriebe, ächzen aktuell unter der Last.
Bei den Stadtwerken kalkuliert man mit Zahlungsausfällen im zweistelligen Prozentbereich inzwischen. Und das alles, obwohl einige wenige von dieser Krise enorm profitieren. Wie gesagt, Strom und Gas sind aktuell eigentlich nicht knapp. Solange die Übergewinnsteuer aber nicht erhoben wird und nicht klar ist, wie und ob Strom- und Gaspreisbremse realisiert werden oder ob sie überhaupt kommen, erwartet unsere Fraktion aber, dass das Telefon bei der Regierungskoalition von sächsischer Seite keine Minute stillsteht. Denn überlassen wir die Menschen hier im Land, überlassen wir unsere sächsischen Unternehmen, und zwar kommunale wie private, der reinigten Krisenlogik des Marktes, wird hinterher schlicht kein Markt mehr da sein. Wir brauchen endlich einen Strom- und Gaspreisdeckel für Privathaushalte und für kleine und mittlere Unternehmen. Was können wir im Land tun? Nach Berechnung der Sparkassen werden Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 3.600 Euro derzeit am Monatsende kein Geld mehr übrig haben. Das heißt, mit jedem Euro Staatsgeld von Sozialausgaben über kommunale Schutzschirme bis Unternehmenshilfen stützen wir die zusammenbrechende Nachfrage und damit auch die Einkommen der kleinen Betriebe und die Lebensexistenz der Menschen vor Ort. Legen Sie einen Härtefallfonds für Stromsperren an, erhöhen Sie das Wohngeld, legen Sie einen Energiefonds für die Kommunen und ihre Betriebe an. Legen Sie einen Rettungsfonds für Unternehmen an, die infolge von Sanktionen, Embargos und Preissteigerungen vor der Pleite stehen. Und vor allen Dingen tun Sie es, bevor es zu spät ist. Vielen Dank. Die SPD hat noch 2,5 Minuten. Herr Winkler, bitte. Danke, Frau Präsidentin. Ich hatte ursprünglich nicht vor, noch mal ans Pult zu gehen, aber die ganze Atomdebatte hat mich dazu bewegt, es zu tun. Es ist ein Mythos, dass wir, wenn wir zurück zur Atomkraft gingen, wieder günstige Strompreise hätten. Atomkraft ist eine Phantomdebatte. Zwei Schlagzeilen, alle fragen sich, was will der Winkler uns damit sagen? Das sind Aussagen. Ich glaube nicht, hier ist Ideologiefreiheit gefordert worden. Ich glaube nicht, dass der Herr Krepper, RWE-Chef, ideologisch bewegt wird oder gedrängt wird zu solchen Aussagen. Und ich glaube auch nicht, ich zitiere, die Diskussion über Atomkraft, so Herr Krepper, führe nicht weiter, sagte der RWE-Chef. Wir müssen uns um die Sachen kümmern, die wirklich Probleme lösen. Gasinfrastruktur aufbauen, Gas sparen. Zudem müssen Notfallpläne erarbeitet werden und die Energiewende beschleunigt werden. Wir müssen die neuen Technologien an Bord bringen und nicht Diskussionen führen, ob irgendwas einen Monat länger läuft. Es gehe um Zukunftsthemen und nicht um den Blick nach hinten. Soweit zur Atomkraft und dessen. Die großen Energielieferanten haben gar kein Interesse, AKWs zu bauen, weil es einfach zu teuer ist und letztendlich auch keinen billigen Strom produziert. Und dann haben Sie brüllend vorn, Herr Zwerg, Herrn Dr. Gerber, aufgefordert, sich schlau zu machen. Ich frage mich, wo sich die AfD schlau gemacht hat bei diesem Klartext-Text, der nicht Klimawandel verursachen Windräder die trockenen Böden. Also da möchte ich mal wissen, wo Sie es her haben. Also. So, eine Kurzintervention. Herr Zwerg, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Kernenergie, die Aussage eines Energiekonzernchefs. Wie kann diese Aussage anders sein in der Situation, in der sich dieses Unternehmen in Deutschland befindet? Wenn ich für ein Energieunternehmen keine Planungssicherheit aus der Politik schaffe, dann wird dieses Energieunternehmen das machen, was die Politik will. So, und dann setzt sie genau auf die Energieerzeugungsarten, wo sie unterstützt werden, wo sie eventuell Fördergelder bekommen und wo sie ein Geschäft machen können. Dieses Geschäft der Kernenergie ist in Deutschland aus politischen Gründen nicht gewollt und nicht möglich. Das ist das Problem. Und wenn wir zu den Kosten kommen, lieber Kollege, wenn wir zu den Kosten kommen, das machen wir mal extra. Ja? Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber das können wir gerne mal, Sie sind gar nicht angesprochen jetzt. Ja.
Und Herr Lippmann, Sie haben auch keine Ahnung, deswegen hören Sie zu, da lernen Sie wieder was. Na? Also, zu den Kosten werden wir uns noch mal äußern. Na? Wir haben ja morgen noch einen schönen Antrag. Und dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Und die Kosten aller Energieerzeugungsarten muss man auch betrachten. Und dazu gehört natürlich auch bei den sogenannten Erneuerbaren das komplette Paket und nicht bloß das Windrad oder die Photovoltaikanlage. Danke. Herr Winkler, wollen Sie gern reagieren auf diese? Sie machen das morgen gut. Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion und die Linksfraktion haben noch etwas Redezeit. Soll das noch genutzt werden? Das sieht nicht so aus. Damit ist die Aussprache zur Fachregierungserklärung beendet, meine Damen und Herren, und ich schließe den Tagesordnungspunkt.